Schultern nach dem Sprung, Oberkörper gerade halten, klar? Okay. Schön. Super, guter Junge. Und, hat sie gefallen? Ja, war wirklich toll, vielen Dank. Vanessa, nimmst du ihn? Danke. Der Prozess wird morgen fortgeführt. Nikola, wir kriegen ihn drin. Davon gehe ich aus. Es ist jetzt 6 Monate her. Ich denke immer noch jeden Tag daran, was Anke wohl machen würde. Sie fehlt mir unglaublich. Schaffst du schon. Und Richard Breider hat für seine gerechte Strafe gebucht. Wenn ihn einen zur Strecke bringt, dann du. Peppi! Hier, das bist du von unserem Superhengst. Alex, könntest du auf dem Rückweg beim Landgestüt in Warendorf vorbeifahren? Die wollen ein paar Gene von unserem Star. Stolz von Bielefeld? In voller Pracht. Er legt zwar keine goldenen Äpfel, aber... Wolf, ihr habt zu tun? Was, ist denn das so wert? In solchen Summen träumst du nur. Ich bin zu einem Fortbildungsseminar verdonnert worden. Ist das nicht eine Umschreibung für geselliges Beisammensein mit anschließendem Besäufnis? Du kennst ja den Titel noch nicht. Sexismus im Büroalltag. Ah, dein Fachgebiet. Sehr witzig, Georg. Es geht um Vorbeugung und Dozentin ist Frau Dr. Ursula Schniepelmühlen, auch bekannt für ihre Männerfeindlichkeit. Dann bist du in besten Händen. Ich brauche ihre Unterschrift, nicht ihre Hände. Hier. Casanova aus meinem Leben. Was soll ich denn damit? Ein Anschauungsmaterial. Ach, wenn ich damit bei Frau Schniepelmühlen aufkreuze, dann... Dann nagelt sie dich. Ja. Was? An die Seminartür. Schon Feierabend? Wer rasch arbeitet, darf früh zum Rendezvous. Sie haben auch nicht den Breiterhoff-Prozess am Hals. Sie wissen schon, der Typ, der seine Ex-Frau umgebracht hat. Ja. Schlimme Sache. Treffen Sie sich mit Wilsberg? Hören Sie mal, Overbeck. Es gibt noch andere attraktive Männer. Wem sagen Sie das? Ich werde heute Abend ein Glas auf Sie trinken. Tätchen sucht Altbierbowle. Sieh mal einer an. Freue mich auf heute Abend. Na, wer ist denn da das Töttchen, Frau Springer? Sprechen eine eindeutige Sprache, hohes Gericht. Der Angeklagte... Ja, was ist denn? Raubüberfall in der Nähe von Warndorf. Rufen Sie die Springer an, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber wie ihr zu Hause, da geht keiner ran. Schon mal was vom Mobilfunk gehört, Herr Kollege? Ja, aber sie hat ihr Handy abgeschaltet. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso bleibt eigentlich alles an mir hängen? Ich finde, es wird Zeit, das Geheimnis zu lüften. Ich heiße Carsten. Carsten. Ich heiße Anna. Overbeck, Kripo Münster. Guter Mann. Lagebericht, wenn es geht, noch heute. Also, das Opfer fuhr auf der Landstraße. Es gibt an, von einem anderen Wagen, der ihm entgegenkam, gerammt worden zu sein. Nach Lage der Spuren... Und weiter, was ist dann passiert? Ja, also nach Aussage des Opfers... Ja. ...hat einer der Täter einen Gegenstand entwendet. Ach was. Was für ein Gegenstand? Eine alte Banane oder ein Bauklotz? Mein Gott, lernt ihr hier auf dem Lande noch nicht mal die korrekte Berichtsform? Eine Kühlbox. Eine Kühlbox. Ist ja putzig. Wo ist denn das Opfer jetzt?
Da drüben. Der Typ aus Münster trägt die Nase auch ziemlich hoch. Ja, wenn ihr jetzt bei jedem Eierdiebstahl zur Hilfe ruft. Entschuldigung, könnte ich kurz das Opfer sprechen? Natürlich. Alex. Overbeck. Sie sind überfallen worden? Ja. Und um Ihre nächsten Fragen direkt vorwegzunehmen, ich habe den Täter nicht gesehen. Der Airbag hat mich komplett ausgenockt. Und die Kühlbox ist auch weg. Die Kühlbox? Mit dem Sushi und dem Prosecco? Knapp daneben. Es war Sperma drin. Oh, bitte. Ist das der neueste Party-Gag? Pferdesperma, Overbeck. Wer klaut denn sowas? Ja, Sie sind der Polizist. Es ist Ihr Job, das herauszufinden. Entweder Geisteskranke oder die Täter haben sich im Wagen geirrt. Darauf würde ich nicht wetten. Schloss von Bielefeld war eines der besten Turnierpferde der Welt. Bis vor wenigen Jahren. Und Sie sind? Nicola Füssing, die Besitzerin des gleichnamigen Gestüts. Frau Holtkamp ist meine Anwältin. Alex, wie geht's dir? Ja, schon viel besser. Ich denke, du kannst mich jetzt nach Hause fahren. Das glaube ich nicht. Sie fahren eine Nacht zur Kontrolle mit. Aber... Kein Aber. So kompliziert, als Sie dachten. Fangen Sie schon mal an, die Aussagen aufzunehmen. Ja, was meinen Sie? Ich versuche, die Springer zu erreichen. Übrigens auch nicht die Regel, dass ich beim ersten Date den Mann gleich mit nach Hause nehme. Hm? Regeln sind sowieso da, um gebrochen zu werden, Anna. Das ist auch ja wahr. Oh, so ein blödes Telefon. Georg Wilsberg, Privatdetektiv? Ja, auch. Ostfuss, landwirtschaftliche Versicherung. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommt drauf an. Auf den Auftrag. Samenraub. Der Tennisspieler. Schlimmer. Schlimmer als Tennis? Mehrere Olympiasiege, Weltmeistertitel, von deutschen Titeln ganz zu schweigen. Stolz von Bielefeld. Ach, ein Pferd. Das Springpferd schlechthin. Und sein Samen wurde geraubt. Die ganze Monatsproduktion. Und ein Schuss lässt sich in 17 Portionen unterteilen. Auf 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, ob die Stute trächtig wird. Das heißt? Wir reden über mehrere hunderttausend Euro. Da kommt ein Reiter nicht mit. Wir möchten, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen im Gestüt Füssing überprüfen, hinsichtlich etwaiger Vertragsverletzungen. Insbesondere sollten Sie sich diese Frau hier vornehmen. Frau Holtkamp, die Anwältin der Gestütsbesitzerin. Aus ihrem Auto wurde das Sperma geraubt. Möglicherweise steckt sie mit den Tätern unter einer Decke. Die Anwältin kenne ich. Umso besser. Es wäre nicht leicht, es ist ein harter Knochen. Genau dafür bezahlen wir Sie ja. Ich habe Kaffee gemacht oder ich kann auch Tee machen. Ich hab einen Riesenhunger. Hey, was machst du da? Carsten Breiderhoff, verwandt mit Richard Breiderhoff? Ja, das ist mein Bruder. Du hast gewusst, dass ich bei der Kripo bin. Woher soll ich das wissen, Anna? Weiß ich nicht. Hast du dir gedacht, machen wir uns mal an die Alte ran? Vielleicht kann sie meinen Bruder von einer Verurteilung bewahren, ne? Lass mich nicht ahnen. Oder sie lässt ein paar Beweisstücke verschwinden. Als Dankeschön für diese Liebesnacht. Oh, Anna. Anna. Nein, ich will nicht zuhören. Bitte, hier. Anna. Anna, bitte lass uns reden. Mein Bruder ist unschuldig. Es gibt einen Beweis, Anna. Dann wenden Sie sich an Kommissar Overbeck. Der führt die Ermittlungen. Aber das ist doch das Problem. Overbeck hat es auf Richard abgesehen. So ein Scheißdreck. Für Overbeck stand von vornherein fest, dass mein Bruder es getan hat. Er hat keine anderen Spuren verfolgt. Was denn für Spuren? Tag von Neubau. Richard war zur Tatzeit bei einer anderen Frau. Er hat das verschwiegen, weil sie verheiratet ist und nicht für ihn aussagen wollte. Aber jetzt ist sie bereit dazu. Wie, du verarschst mich nochmal. Sie werden sich noch erkälten, wenn Sie da draußen so rumstehen. Kommen Sie. Ich habe frischen Kaffee gekocht.
Handtuch. Name und Adresse der Zeugin. Sexismus im Büroalltag, stimmt's? Wieso? Siehst du aus? Naja, für einen Studenten von der Fachhochschule siehst du ein bisschen zu alt aus. Vielen Dank. Ich brauche noch ein Fortbildungsseminar für Führungskräfte. Als Voraussetzung für den Koordinationsposten auf Regionalebene, der nächstes Jahr frei wird, stimmt's? Woher? Ich habe alle Teilnehmer gegoogelt. Ah, dann verrate ich ja kein Geheimnis. Ecki. Leonie. Ganz schön chaotischer Schreibtisch. Was suchen Sie denn auf meinem Schreibtisch? Ich nehme Anteil an Ihrer Arbeit. Ich bin Ihre Chefin, schon vergessen? Wo waren Sie gestern Abend? Es geht Sie nichts an, Overbeck. Ich hätte Hilfe gebrauchen können. Man hat mir noch einen Einsatz in Warndorf aufgedrückt. Dann arbeiten Sie doch beim Ordnungsamt. Die fangen um 9 Uhr an, sind um 17 Uhr fertig. Und? Kann ich heute mit Ihnen rechnen? Rechnen Sie lieber nicht. Georg, was machst denn du hier? Ja, ich habe dich überall gesucht. Und wer hat dir gesagt, wo du mich findest? Ich habe ein bisschen rumtelefoniert, nachdem ich auf dich angesetzt wurde. Ist noch alles klar bei dir? Der Inhalt der Kühlbox war versichert, kannst du dir vielleicht denken. Und jetzt sollst du mich überprüfen, oder wie? Ja, die Frau von der Versicherung meint, dass du mit den Tätern gemeinsame Sachen machst. Ja klar, deswegen habe ich mich auch anfahren und mir den Airbag ins Gesicht knallen lassen. Das hat echt nie getan, Georg. Mensch, ich muss nur einen Bericht schreiben. Das ist reine Routine, dazu brauche ich ein paar Informationen. Georg, ich habe keine Zeit. Ich bin sowieso schon spät dran. Wer wusste zum Beispiel von dem Transport? Ja, alle bei Fürsting und im Landesgestüt waren doch nämlich an. Georg, hör zu. Nicola Fürsting ist meine Freundin und ich bin ihre Anwältin. Eine gute Freundin. Ich werde den Teufel tun, dir bei deinen Recherchen zu helfen. Nicola hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Punkt. Das sehen wir ja. Die hatte echt eine schwere Zeit. Ihre Schwester wurde ermordet. Entschuldigung. Schön, dass es die Vertreterin der Nebenklage auch zu uns geschafft hat. Dann können wir jetzt mit der Rechtsmedizin beginnen. Frau Professor, bitte. Ja. Der Täter legte dem Opfer einen weichen Baumwollstoff, vermutlich einen Schal, um den Hals, verknotete ihn in etwa so und zog ihn dann mit aller Kraft nach hinten, bis der Sauerstoffmangel zum Exitus führte. Einen Moment, Frau Professor. Ich bitte die Zuhörer, sich zu setzen oder den Saal zu verlassen. Wir sind hier nicht bei Preußen Münster. Fahren Sie bitte fort. Zu den gebräuchlichsten Formen des Sexismus im Büro gehören Tiervergleiche. Frauen werden gerne von ihren männlichen Kollegen auf animalisches Niveau reduziert. Da ist dann etwa die Rede von einer heißen Katze oder einem süßen Häschen. Ja, bitte. Sie haben bislang nur über das Verhalten von Männern gesprochen. Gibt es nicht auch Neid und Konkurrenz unter Frauen? Meinen Sie die allseits bekannte Stutenbissigkeit? Genau die, Frau Doktor. Sehr clever, Herr. Talkötter. Ich sehe, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Sie hatten also ein Verhältnis mit Richard Breidorf. Was gibt es da groß zu erzählen? Mich interessiert, wie oft Sie sich getroffen haben und wo. Ja, meistens bei mir zu Hause. Obwohl Sie verheiratet sind. Wenn mein Mann nicht da war, natürlich. Und so war das auch an dem Tag, als Anke Fürsting ermordet wurde? Da war der Richard von 18 bis 21 Uhr bei mir. Daran erinnern Sie sich so genau? Weil mein Mann doch zurückkam, so um 21:30. Also ich glaube, Sie erzählen mir hier was vom Pferd. Nein, das stimmt nicht. Sie haben mit Richard Breidorf geschlafen? Ja. Mhm. Dann erinnern Sie sich an die tätowierte Rose auf seinem Oberarm? Natürlich. Was für ein Tattoo hatte er auf dem Rücken? Ich erinnere mich nicht. Natürlich nicht. Genauso wenig wie an die Rose. Die gibt's nämlich nicht. Was hat Ihnen Breidorf dafür bezahlt, dass Sie mich anlügen? Nichts. Ich kann Sie wegen Strafvereitelung anzeigen. Wollen Sie das? Nein. Also? Es stimmt, er hat mir Geld gegeben. Gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir vergessen die ganze Geschichte. Kein Wort. Zu niemandem.
Auch nicht zu Carsten Breidorf. Ist gleich persönlich mit ihm. Warum müssen wir uns hier treffen? Weil ich nicht möchte, dass uns jemand zusammen sieht. Was soll das heißen, ne? Du hast mich schon wieder belogen. Aber das ist das geringere Problem. Du hast jemand anderen zu einer Falschaussage angestiftet. Mein Bruder hat seine Frau nicht ermordet. Das wird das Gericht herausfinden. Nein. Du wirst mir helfen, seine Unschuld zu beweisen. Ach, du spielst komplett. Sag mal, für wen oder was hältst du mich eigentlich? Ah! Was machen Sie denn hier? Oder sind Sie der neue Tierarzt? Wieso? Haben Sie ein Problem? Sie können hier nicht einfach herumlaufen. Ich komme von der landwirtschaftlichen Versicherung. Dann sehen Sie ja, dass wir jeden kontrollieren, der den Stall betritt. Bin beeindruckt. Nachts patrouilliert ein Wachdienst. Obwohl es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, wir tun das Menschenmögliche. Was ich bei dem Raub nicht verstehe, ohne offizielle Papiere ist das Sperma von diesem Wundertier doch gar nichts wert. Sie irren. In der Kühlbox lagern 100 Chancen, ein neues Wunderpferd zu züchten. Die Gene von Stolz von Bielefeld sind einmalig und nicht jeder Züchter kann sich solche Preise leisten. Haben Sie einen Verdacht? Nicht den geringsten. Wieso erinnert mich die Schniepelmühle bloß an Drachen? Pass auf, was du sagst, sonst kommst du noch wegen sexueller Vergleiche in den Schlosskerker. Oder sie spannt mich vor ihre Kutsche. Wo kommst du eigentlich her? Ich wag's ja kaum zu sagen. Aus Warendorf, der Pferdestadt. Bei uns wird geritten, bis der Tierarzt kommt. Oh, da mache ich wohl besser keine Witze mehr über Pferde. Quatsch. Wir erzählen uns doch selber welche. Kennst du den? Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt die Verkäuferin, haben Sie mal geritten? ich habe auch einen, pass auf. Treffen sich eine Frau und ein Pferd in einer Bar. Sie finden das wohl witzig, Herr Talkötter. Aber die Pointe kommt doch erst. Wissen Sie, woran es Ihnen mangelt? An einem Minimum an Sensibilität und Einfühlungsvermögen für unser Thema. Ich glaube, bei der hast du verschissen. Ich glaube auch. Was soll das? Ich wollte dich nicht einfach gehen lassen. Du hast mich geschlagen, ne? Du darfst das nicht persönlich nehmen, Anna. Eine Polizistin niederschlagen, sie dann entführen. Dann vergisst du eine Menge Jahre in den Knast. Ja. Ja, vielleicht. Du wolltest mich verhaften. Hätten die Medien davon berichtet, wäre mein Bruder verloren gewesen. Das ist ja so oder so. Nein. Ob dein Bruder jetzt seine Ex-Frau ermordet hat oder nicht, das ist doch vollkommen egal. Warum willst du dich denn opfern? Du verstehst das nicht, Anna. Er ist mein kleiner Bruder. Wir sind ohne Vater aufgewachsen. Mutter hat schon morgens angefangen zu trinken. Und ich habe dafür gesorgt, dass er zur Schule geht und das warmes Essen bekommt. Verdammt nochmal. Woll doch. Warum hast du nicht getan, was ich von dir verlangt habe? Weil ich nicht käuflich bin, oder? Komm jetzt, komm. Jetzt mach mir diese Kette ja ab, bitte. Also gut, ja, ich stehe nicht so auf Fesselspiele. Bitte. Tut mir leid. Wie lange willst du mich denn hier festhalten? Bis der Prozess vorbei ist. Das kann Wochen dauern. Es wird ja nichts fehlen. Okay, warte.
Natürlich kann ich den Fall nochmal aufrollen. Ich kann alle Spuren verfolgen, die deinen Bruder entlassen, aber dafür musst du mich losmachen. Machen wir uns nichts vor, Anna. Du würdest mich jagen, sobald du frei bist. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sorg dafür, dass Richard freigesprochen wird. Dann nehme ich meine Strafe auf mich. Okay. Gut, dann machen wir es anders. Ich kenne einen Privatdetektiv, der ist mit Sicherheit kein Polizist, dem kann ich vertrauen. Ich kann ihn bitten, ist gut. Ja? Hallo, Georg. Hallo, Anna. Georg, tu mir doch bitte einen Gefallen. Richard Breidehoff, der einen Prozess hat wegen Mordes, der ist vermutlich unschuldig. Die Ermittlungen, die leitete damals Overbeck. Also, wir sind da die Hände gebunden. Ich kann da mich nicht einmischen, verstehst du? Wieso ist denn der unschuldig? Es gibt einen Hinweis. Nachdrücklichen Hinweis. Also kümmere dich drum, mir zuliebe. Ich soll Overbecks Fehler ausbügeln? Wie komme ich denn dazu? Tu's einfach. Bitte. Anna, warum treffen wir uns nicht und reden drüber? Weil ich nicht da bin? Ich bin weggefahren. Urlaub? Ohne dass Overbeck was davon weiß. Spontan entschlossen. Red bitte nicht drüber. Und vor allen Dingen nicht mit Overbeck, klar? Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Ja, aber das geht jetzt nicht, ja? Ich rufe dich wieder an. Er ist misstrauisch geworden. Ja, aber er ist immer misstrauisch. Wo ist denn die Springer? Keine Ahnung. Ich meine, Außentermin. Ich habe Sie heute bei der Dienstbesprechung vermisst. War so entspannt. Ich sag's ja, wenn sie wieder reinkommt. Sieht ja nach einer Menge Arbeit aus. In der Tat, Herr Kriminalrat. Naja, wir kennen ja alle Frau Springers Alleingänge. Ohne Rücksicht auf Untergebene, oder? Das haben Sie gesagt. Ich weiß Ihre Loyalität zu schätzen, Herr Overbeck. Wir sollten uns mal über Ihre Beförderung unterhalten. Vielen Dank, Herr Kriminalrat. Ich melde mich. Hallo, wer ist da? Ist Werbung. Wollen Sie zu Frau Springer? Ja. Ich bin ein Freund von ihr. Guter Freund. Nicht so einer wie der von heute Morgen? Wieso? Ein halbnackter Mann im Hausflur, der herumschreit? Wo kommen wir denn da hin? Hatte Frau Springer den... Rausgeworfen, ja. Die beiden haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Richtig unangenehm war mir das. Und dann? Ja, dann ist er gegangen. Wie sah der Mann denn aus? Ein bisschen besser als Sie. Wieso fragen Sie denn? Ich versuch's später nochmal. Wilsberg. Wilsberg? Was machen Sie denn bei der Springer? Wir tauschen Jugenderinnerungen aus und trinken Tee. Könnten Sie mir dann bitte die Hauptkommissarin geben? Sie wird hier im Präsidium schmerzlich vermisst. Ja, Moment. Ach, jetzt ist sie gerade raus. Overbeck, wo wir gerade allein sind. Was wissen Sie über den Kerl, mit dem sie gestern Abend verabredet war? Eifersüchtig? Quatsch. Aber sagen Sie es nicht weiter. Sie hat den Typen über irgendeine Kontaktbörse im Internet kennengelernt. Auch wenn's weh tut, Wilsberg. Sie sind raus aus dem Rennen. Sie steht eben mehr auf junges Gemüse. Hat sie es bei Ihnen eigentlich auch schon mal versucht? Ja, sie mich auch mal. Ist das der Mann, den Sie heute Morgen gesehen haben?
Ja, das könnte sein. Bisschen jünger als heute Morgen. Ist er gefährlich? Für Sie nicht. Du willst doch nicht etwa in Hungerstreik treten. Leck mich. Ja, Steiner. Wir hätten Freunde werden können. Spätestens beim zweiten Treffen hätte ich gemerkt, was du für schlechter Charakter bist. Ah. Fernsehen, ja? Fernsehen zum Essen. Ein spezielles Programm nur für mich. Falls Besuch kommt, will ich es rechtzeitig merken. Wer sind Sie? Jörg Wilsberg. Ich bin Journalist. Ich habe mich mit Ihrem Fall beschäftigt und frage mich, warum alle Welt von Ihrer Schuld ausgeht. Willkommen im Club, das frage ich mich auch. Gibt es eigentlich gar keinen, der zu Ihnen hält? Doch, doch, meine Familie steht hinter mir. Dieser Mann zum Beispiel. Das ist mein Bruder Carsten. Wo haben Sie denn dieses Foto? Ist doch schön, wenn es wenigstens einen gibt, auf den man sich verlassen kann. Allerdings, Blut ist eben dicker als Wasser, wenn es hart auf hart kommt. Hat er deswegen die Kommissarin angebaggert? Wovon reden Sie? Ach, kommen Sie. Das hat er Ihnen doch bestimmt gesagt. Was hat er mir gesagt? Kommissarin Springer, er hat sie rumgekriegt, damit sie Ihnen hilft. Für welche Zeitung arbeiten Sie eigentlich? Herr Breidorf, ich muss mit Ihrem Bruder Warte? Sprechen. Ja? Wo hält er sich auf? Ich würde gerne zurück in meine Zelle. Okay. Ich bin blöd. Du bist nur ein mieser kleiner Verbrecher. Ich gehe meine Runde um den Block. Ein bisschen frische Luft. Ahnung, was Georg von uns will? Ich habe keinen blassen Schimmer. Kommt rein! Was ist denn los, Georg? Das Seminar raubt mir den letzten Nerv. Ich bin aufgetragen. Erster Überfall, eine lange Prozessdauer. Anna ist entführt worden. Was? Wie kommst du denn darauf? Sie hat mich angerufen. Und gesagt, dass sie entführt wurde? Nein! Aber ich kenne sie gut genug, um auch das zu hören, was sie nicht sagt. Gestern Abend hatte sie eine Verabredung mit diesem Mann. Carsten Breidorf. Sein Bruder steht gerade vor Gericht wegen Mordes. Heute Morgen gab es einen heftigen Streit, das hat mir die Nachbarin erzählt. Und seitdem ist Anna verschwunden. Wie verschwunden? Na, Overbeck weiß nicht, wo sie ist. Und dann hat sie spontan Urlaub genommen. Das passt doch gar nicht zu ihr. Und was hat sie noch gesagt? Dass sie ihr helfen soll, die Unschuld von Richard Breidorf zu beweisen. Ja, wie ist dein Plan? Wir kümmern uns um Carsten Breidorf. Er ist nicht da. Und was machst du, wenn er hier auftaucht? Willst du ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen? Das könnt ihr jetzt in Ruhe ausdiskutieren, während ich mir das Haus von innen angucke. Und wir? Oh.
Einbruch, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Deswegen ist es ja immer gut, eine Anwältin dabei zu haben. Er kommt rein. Oh Mann, Georg. Im Visier. Der Typ ist manisch. Aber ist er auch ein Entführer? Was suchen wir eigentlich? Hier gibt's bestimmt ein Dossier über Anna. Haltet einfach die Augen offen. Gerade wurde ein Einbruch gemeldet. Dafür bin ich nicht zuständig. Es gibt ein Einbruchsdezernat. Dachte, es würde Sie vielleicht interessieren, wem das Haus gehört? Carsten Breidorf. Ach nee. Die Einbrecher sind noch im Haus. Da mal los. Nichts. Nicht die Andeutung einer Andeutung. Aber irgendwo muss es was geben, da bin ich ganz sicher. Sieh endlich ein, dass wir hier nichts finden. Nichts? Ist das etwa nichts? Ja, gut, Breidorf hat ein Foto von Anna. Das beweist überhaupt nichts. Hört ihr das auch? Was? Polizei. Ach Quatsch, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Es hat auch was mit uns zu tun. Scheiße. Was jetzt? Nach raus. Ja, wo denn? Ja, hinten raus. Unauffällig, ja. Unauffällig, ja. Stehen bleiben. Polizei. Hin auch. Wilsberg. Talkötter. Das wundert mich nicht. Aber was haben Sie hier zu suchen, Alex? Sie sind Anwältin. Sie begreifen es nicht, Oberbeck. Im Moment sind Sie es aber, der hier ganz kleine Brötchen backen muss. Annas Verabredung gestern Abend, das war Carsten Breidorf. Wer sagt das? Annas Nachbarin. Und wenn schon? Wir leben in einem freien Land. Na seht ihr, er begreift es nicht. Dann erzähl ihm doch alles, Georg. Ach, da kommt noch mehr? Anna hat mich angerufen und angedeutet, dass sie jemanden in seiner Gewalt hat. Vor oder nach dem Tee trinken mit Ihnen? Mensch, mit dem Tee, das war gelogen. Sie war doch gar nicht mehr in der Wohnung. Ich war da, um Spuren zu suchen. Zwei Hauseinbrüche. Ihr Vorstrafenregister wird immer länger. Ihre Chefin ist entführt worden, Overbeck. Von Carsten Breidorf. Genau. Komisch. Frau Springer hat heute Morgen im Präsidium noch ganz entspannt mit mir geplaudert. Ja, und anschließend irgendwelche Nachrichten? Sie ist ja telefonisch nicht zu erreichen. Ja, und kommt Ihnen das nicht merkwürdig vor? An Frau Springer ist einiges merkwürdig. Los, abführen. Wir fahren ins Präsidium. Moment, da gibt's noch eine Möglichkeit. Sie nerven, Wilsberg. Vielleicht hat er sie unten im Keller eingeschlossen. Ist doch albern. Mensch, Overbeck, wollen Sie der erste Polizist in Münster sein, der seine Chefin auf dem Gewissen hat? Lassen Sie Ihre Leute danach gucken. Und machen Sie uns diese scheiß Dinger da ab. Na gut. Ich halte dich in meinem eigenen Keller fest. Nein, nein, nein. Hier findet dich niemand. Da
Kannst du schreien, so laut du willst. Und? Nichts, wie ich vermutet habe. Ist das der Typ, den du angerufen hast, dieser Wilsberg? Er versucht, dich zu finden. Das war von Anfang an dein Plan, was? Du warst doch dabei, als wir telefoniert haben. Zwischen euch läuft was? Das habe ich gleich gemerkt. Die Zeit der Spielchen ist vorbei, Anna. Ich will, dass Richard freikommt. Jetzt verschwinden Sie, alle drei. Sonst überlege ich mir, ob ich Sie doch noch in U-Haft nehme. Wie erkläre ich das meinem Chef? Und ich der Einsatzkammer? Holger. Anna. Hört auf, mich zu suchen, verstanden? Wenn ihr wollt, dass ich am Leben bleibe, dann haltet euch von Overbeck fern, ja? Und kümmert euch um Richard Breidorf. Findet irgendwas, ihn entlastet. Anna, ich habe noch eine Frage. Ups. Unterdrückte Nummer. Was ist jetzt, wenn wir Overbeck... Mensch, du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Was sollen wir denn jetzt machen? Gibt's noch andere Verdächtige? Wo ist denn mit Nikola Füsting? Quatsch, Nikola und Anke waren ein Herz und eine Seele. Ja, wir müssen jeden Stein umdrehen. Kannst du die wirtschaftlichen Daten besorgen? Das ist Landkreis Warendorf, da komme ich nicht ran. Mist. Hey, Joni. Guten Morgen. Da wir nun alle vollzählig sind, bitte ich Polizeihauptmeister Thomas Luttermann in den Zeugenstand. Herr Thomas Luttermann? Ja. Je verkrusteter die bürokratischen Strukturen, desto schwieriger ist es, den latenten Sexismus zu erkennen. Daher lautet die erste Forderung: Transparenz. Herr Tatkötter, Sie sehen ja aus, als wären Sie unter die Räder gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich hatte eine ziemlich unangenehme Begegnung mit einem Traktor. Ich dachte dabei eigentlich mehr an Ihre dunklen Augenringe. Die kommen vom Grübeln über den tieferen Sinn Ihres Seminars. Ich hoffe, Sie sind dabei zu einigen selbstkritischen Erkenntnissen gelangt. Punkt 14. Ausgeprägte Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse. Noch Fragen? Ja. Herr Luttermann, Sie sagen, Sie haben mit Ihrer Kollegin Dombusch den Tatort gesichert und auf das Eintreffen des Notarztes und der Spurensicherung gewartet, richtig? Richtig. Das gehört zu unseren Aufgaben als erste Beamte vor Ort. Wie kommt es denn, dass im Bericht der Spurensicherung mehrere DNA- und Kleidungsanhaftungen an der Leiche PHM Luttermann, also Ihnen, zugeordnet werden können? Ja, selbstverständlich musste ich mich davon vergewissern, dass Frau Füsting tot war. Ich nehme an, Sie haben nach Ihrem Puls getastet? Ja. Und wie erklären Sie sich die postmortalen Abdrücke am Oberkörper der Leiche, die, ich zitiere, so aussehen, als hätte sich jemand auf ihr abgestützt? Ich... Beantworten Sie die Frage. Ich habe versucht, Frau Füsting wiederzubeleben. Laut Obduktionsbericht war Anke Füsting zu diesem Zeitpunkt bereits eine Stunde tot. Als erfahrener Polizist hätten Sie das doch erkennen müssen. Statt Spuren zu sichern, haben Sie mit Ihrem unbedachten Verhalten Spuren vernichtet. Und damit möglicherweise die Aufklärung der Tat vereitelt. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich, Frau Kollegin? Wo finde ich denn Frau Füsting? Drüben am Reitgelände. Na? Hey. Darf ich? Ja klar, ich rufe eh nur E-Mails ab. Arbeitet ihr in Warendorf auch mit Online-Datenverarbeitung? Hey, wir leben nicht hinterm Mond. Auch wenn manche Münsteraner das von uns glauben. Das heißt, du könntest jetzt hier deine Akten verwalten? Ja, klar. Guck mal hier. Ich rufe die Finanzamtseite auf. Dann gebe ich mein Passwort ein. Zack, bin ich eingeloggt. Wie merkst du dir eigentlich deine Passwörter? Ich vergesse meine ständig. Ich nehme meistens den Namen meines Pferdes. Aber hey, das musst du sofort wieder vergessen. Ach, na klar. Ich hab noch was im Seminarraum vergessen. Bin gleich wieder da. Okay, gleich. Wir proben für die Hengstparade in Warendorf.
Sind Sie immer noch nicht von unserem Sicherheitssystem überzeugt, oder? Inzwischen sind Pferdenarr geworden. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Spermasache und dem Mord an Ihrer Schwester. Wie kommen Sie denn darauf? Zwischen den Ereignissen liegen mehr als 6 Monate. Und beide haben hier auf dem Gut stattgefunden. Besser ausrichten! Richard war nicht gut für Angel. Das habe ich ihr von Anfang an gesagt. Aber sie wollte nicht auf sie hören. Als sie sich endlich von ihm getrennt hat, musste ich sie vor Richard beschützen. Ständig hat er ihr aufgelauert. Per Gerichtsbeschluss wurde ihm verboten, sich ihr auf weniger als 50 Meter zu nähern. Am Tag des Mordes hat er sich nicht daran gehalten. Warte doch mal jetzt! Richard! Was ist los? Was heißt jetzt? Was willst du denn? Lass sie los! Ein Stallmädchen hat die Aufnahme mit ihrem Handy gemacht. Etwa 5 Stunden vor dem Mord. Herr Overbeck, ist es richtig, dass Anke Füsting nach dem Streit mit ihrem Ex-Mann weggefahren ist? Ja. 4 Stunden lang. Das ist korrekt. Haben Sie nie versucht herauszufinden, wohin Frau Füsting gefahren ist? Doch, Frau Anwältin, haben wir. Ohne greifbares Ergebnis. Deshalb sind wir ja der Überzeugung, dass sie ziellos umhergefahren ist. Sie hätte ja auch jemanden treffen können. Ihren Mörder zum Beispiel. Anke Füsting ist wohlbehalten zum Gestüt zurückgekehrt. Dafür gibt es Zeug. Was aber nicht ausschließt, dass derjenige, den sie am Nachmittag traf, auch am Abend bei ihr war. Das sind doch völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen. Die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Herr Overbeck, lenken Sie nicht davon ab, dass in diesem Punkt die Ermittlungen eher oberflächlich geführt wurden. Aber Anke war an dem Abend zu Hause. Und Richard ist zurückgekommen. Für den Überfall auf Alex hat er allerdings ein Alibi. Seit dem Mord sitzt er im Gefängnis. Sehen Sie, genau das gibt mir zu denken. Vielleicht war der Mörder ja jemand, der es auf das Gestüt abgesehen hat. So interessant Ihre Theorien auch sind, ich habe zu tun. Was machst du denn so lange? Ich Idiotin. Den Namen meines Pferdes hast du natürlich leicht rausgekriegt. Verstehst das falsch? Das Gestüt Füsting fällt in mein Ressort. Du denkst, wenn du mir einen Fehler nachweisen kannst, dann bin ich als Konkurrentin für den Job auf Regionalebene nämlich erledigt. Der Regionaljob ist mir völlig egal. Na klar. Leonie, vertrau mir. Hey, komm jetzt nicht auf diese Macho-Tour, okay? Mensch, es geht um Leben und Tod. Hey, fass mich nicht an! Du kannst mich einfach so angrapschen, oder was? Hast du beim Seminar gar nichts gelernt? Doch. Ich sag dir eins, Ecki. Das wird Konsequenzen haben, das verspreche ich dir. Ich habe gehört, Frau Springer hat sich Urlaub genommen. Nein. Ja, vielleicht. Sie wissen es nicht. Mir hat sie es nicht gesagt. Die Eigenmächtigkeiten von Frau Springer, die schreien zum Himmel! Sobald sie auftaucht, in mein Büro. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Kriminalrat. Sie auch? Auf jeden Fall, Herr Kriminalrat. Gut. Wenn Wilsberg doch recht hat? Ach was! Die Springer lässt sich doch nicht einfach so entführen. Nicht von so einem wie Carsten Breidehoff. Carsten Breidehoff ist wie vom Erdboden verschwunden. Genau wie Frau Springer. Okay. Wir lassen das Haus von Breidehoff überwachen. Georg! Ich bin's! Was gefunden? Eine Feindin fürs Leben. Denkt jetzt, ich würde sie ausnutzen. Dabei ist sie eigentlich total nett. Ecki, können wir deine Frauengeschichten auf später verschieben? Was weißt du über das Gestüt Füsting? Dem geht's gut. Ja, wie gut? Das Gestüt macht Gewinn. Der Erfolg hängt allerdings von einem einzigen Pferd ab. Aha. Der Stolz von Bielefeld. Oder genauer gesagt, von seinem besten Teil. Und solange der Hengst seine Stuten glücklich macht, ist auch die Besitzerin zufrieden. Redet ihr denn da für ein Schweinkram? Bitte keine Tiervergleiche, das ist sexistisch. Jetzt hör auf zu quatschen, kommt mit. Ah,
Anke Füssling war zwischen dem Streit mit Richard und dem Mord 4 Stunden mit dem Auto weg. Wir müssten wissen, wie viele Kilometer sie gefahren ist. Hm, das kann ich dir sagen. Anke hat ein Fahrtenbuch geführt fürs Finanzamt. Und sie ist an diesem Tag, 90 Kilometer unterwegs gewesen. Mal angenommen, sie hat jemanden getroffen, dann wären das 45 Kilometer hin und 45 Kilometer wieder zurück. Das Gestüt Füssling ist, Ja. Das ist einer dieser Orte hier. Das sind eine Menge Möglichkeiten. Tja, die werde ich mir jetzt mit Ecki anschauen. Ecki! Ecki! Hä? Wir fahren los. Wohin? Eine kleine Landpartie, erkläre ich dir unterwegs. Ach, das schaffe ich nicht. Ich bin völlig am Ende, Georg. Ich muss mal eine Runde schlafen. Und schlafen kannst du im Auto, komm. Und was machst du? Ich fahre ins Gefängnis und rede mal mit Richard Breidorf. Vor. Wir können dich an jeder Milchkanne halten. Wenn wir es sehen, werden wir wissen, dass wir es gefunden haben. Bist du eigentlich nie müde? Ich bin todmüde. Aber ich kann einfach nicht schlafen, solange ich weiß, dass Anna irgendwo da draußen ist. Du liebst sie ja doch. Quatsch. Bin aber sicher, sie würde dasselbe für mich tun. Meinst du nicht? Ehrliche Antwort? Fahren wir zum Restaurant nach vorne. Heute. Wahrscheinlich hätte ich lieber Sie engagieren sollen als diese Pfeife von Pflichtverteidiger. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass es den Richtigen trifft. Ganz meine Meinung. Zu wem könnte Anke an ihrem Nachmittag gefahren sein? Wer stand ihr nahe? Näher noch als ihre eigene Schwester. Niemand. Hat sich Anke in letzter Zeit irgendwie verändert? Was ist denn geschehen? Was weiß denn ich? Na, wahrscheinlich hat sie einen Typen. Fallen Ihnen irgendwelche Namen ein? Nee. Denken Sie nach. Aber vielleicht hatten die ja Stress. Der Typ war sauer auf Sie. Vielleicht war er verheiratet und wollte nicht, dass sie ihn verrät. Dafür gibt es keinen Beweis. Na, dann finden Sie einen. Dann Sie, ich habe noch einige Bargeldreserven. Es soll nicht zu Ihrem Schaden sein. Ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. An Geld bin ich nicht interessiert. Was läuft denn hier verdammt nochmal? Ich kapier's nicht. Hat es irgendwas mit meinem Bruder zu tun? Wissen Sie, wo er steckt? Nein. Gut. Danke. Wir sehen uns. Vor Gericht. Wo sonst? Wir waren jetzt in 6 Restaurants, das ist die 5. Pension. Wie lange willst du nur noch weitermachen? Bis wir alle gesehen haben. Ja, oder bis ich irgendwann vor Müdigkeit gegen Baum gefahren bin. Wenn wir fertig sind, fahre ich dich nach Hause. Du, mit meinem Auto. Vergiss es. Kann sein, kann nicht sein. Also unter Füssling oder Breidorf ist nie ein Zimmer gebucht worden. Ja, vielleicht hat sie einen anderen Namen benutzt. Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich bräuchte es ein bisschen genauer. Ja, tut mir leid, Gesichter sind nicht meine Stärke. An Autos erinnere ich mich gut. Ja, manche Stammgäste erkenne ich sofort an ihren Autos. Ja. Tal. Alex. Hallo, Alex. Richard Breidorf hält es für möglich, dass Anke eine Affäre hatte. Das ist aber nicht mehr als eine vage Intuition. Hast du zufällig ein Bild von dem Auto, das Anke Füssling gefahren hat? Ja. Kannst du das faxen oder mailen oder... Okay, warte. Hier ist die E-Mail-Adresse. Landhotel Wiggenbeck. Okay, ist unterwegs. Ja, den Wagen kenne ich. Jetzt erinnere ich mich, die war ein paar Mal hier. Allein? Nein, mit einem Mann. Wie sah der aus? Also, ich meine, ist er auch mit dem Auto gekommen? Nein, jedenfalls hat er nicht hier geparkt. Aber warten Sie, beim letzten Mal hat die Reinigungskraft auf dem Zimmer der beiden etwas gefunden. Was? Na, manche Gäste mögen es halt sehr speziell. Jetzt steigern Sie die Spannung nicht ins Unerträgliche. Die hier hing noch am Bettpfosten. Danke. Jetzt wissen wir wenigstens, dass Anke Füssling den Liebhaber hatte. Ja. Und der ist Polizist. Ist doch kein normales Sexspielzeug. Das schränkt auch unsere Suche enorm ein. Auf ungefähr 1000 Männer, wenn wir davon ausgehen, dass er Westfale ist. Talkötter? Frau Schniepenmühlen. Dass Sie den Nachmittag geschafft haben.
geschwänzt haben, das ist schon schlimm genug. Aber das, was mir Frau Hülsken soeben erzählt hat, das schlägt ihm fast den Boden aus. Das kann ich Ihnen erklären. Ja, das hoffe ich. Ich erwarte Sie hier im Seminarraum. Jetzt? Das geht nicht. Herr Thalkötter, Sie möchten doch sicher nicht, dass ich Ihre Vorgesetzten informiere. Ich erwarte Sie hier. Verstanden? Jetzt muss ich auch noch zu dieser frustrierten Kuh. Das Leben ist hart und ungerecht. Besser, du findest dich damit ab. Sie sehen ja furchtbar aus. Danke, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Nehmen Sie sich doch einen Stuhl. Ich wollte das nicht. Ich meine, das Seminarschwänzen und die Sache mit Leonies Passwort und in ein paar Tagen... Ich verstehe, dass Sie unter enormem Druck stehen. Das muss manchmal raus, nicht wahr? Was? Sie mögen es, Frauen hart anzufassen, stimmt's? Eigentlich nicht. Darf ich Eckart zu Ihnen sagen? Ecki ist mir lieber. Ursula, wenn du willst. Ich finde, wir sollten das im privaten Rahmen besprechen. Beim Glas Wein ist doch entspannter. Zimmer 406. Wie wär's? Mach mir den Hengst, Ecki. Ich warte auf dich. Denken Sie, können sich alles erlauben. Georg? Oh, habe ich dich geweckt? Nee, wie kommst du drauf? Sag mal, hast du noch ein Bier? Danke. Oh, wie lange habe ich denn geschlafen? Lang genug. Seid ihr gestern noch auf irgendwas gestoßen? Ja. Anke Füstings Liebhaber, höchstwahrscheinlich Polizist. Personenbeschreibung? Überhaupt nicht. Der Typ im Hotel kann sich keine Gesichter merken. Er hat mir eine E-Mail geschickt. Ja, zusammen mit dem Zimmermädchen, das die beiden gesehen hat, eine Zeichnung des Mannes erstellt. Schau mal. Der kommt mir bekannt vor. Thomas Luttermann.
der Polizist, der Anke Fürsting tot aufgefunden hat. Angeblich. Ecki? Ecki? Was? Wie spät fängt das Seminar an? Was machst du hier? Oh, die Schniepelmühlen hat mich herbestellt und ich bin eingeschlafen. Oh, ich fühle mich schrecklich. Hey, willst du mir nicht endlich mal sagen, was los ist? Jemand ist entführt worden. Und das hat mit dem Gestüt Fürsting zu tun? Möglicherweise. Es ging also wirklich nicht um den Job auf Regionalebene? Nein, ich brauchte nur Informationen. Armer Ecki. Und ich hab die Schniepelmühlen auf dich gehetzt. Macht nichts, die wollte sowieso nur das eine. Was? Ach, ist egal. Hauptsache du bist nicht sauer. Mist, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, hier ist ein Fenster. Aber die... Die Schniepelmühlen, da kümmere ich mich drum jetzt mal schon. Danke. Haben Sie Herrn Thalkötter gesehen? Ja, der ist geflohen. Ach, wovor? Er erzählte etwas von sexueller Belästigung und dass er sich beschweren möchte. Da muss er was missverstanden haben. Ach, Sie waren das. Alex, kommst du jetzt? Nicht Hexen. Herr Wilsberg? Frau Faustus. Warten Sie auf meinen Bericht. Tatsächlich habe ich mir die Zusammenarbeit etwas anders vorgestellt, Herr Wilsberg. Ja, wir sind kurz vor dem Abschluss. Ein paar Puzzleteilchen noch und der Fall ist gelöst. Und Sie verstehen sich gut mit der Anwältin von Frau Fürsting, wie ich sehe? Sie ist sehr kooperativ. Wir müssen ein paar Probleme lösen und Sie hören von mir. Einen Moment, Herr Wilsberg. Die Lage hat sich in der letzten Nacht entscheidend verändert. Inwiefern? Der Versicherungsschaden beträgt jetzt mehrere Millionen. Ein Pferdeschlitzer hat Stolz von Bielefeld getötet. Den Wunderhengst? Ich erwarte, dass Sie sich sofort und mit vollem Einsatz darum kümmern, Herr Wilsberg. Sonst ist unsere Vereinbarung gestorben. Verstehe. Gut, ich muss dann mal. Jetzt tun sich keinen Zwang an, Frau Holtkamp. Es ist nicht so, wie Sie denken, Frau... Osthus. Erleichtert mich zu sehen. Ratten wären mir lieber. Sollte ich verhaftet werden, könnte ich gleich vergessen, wo ich dich versteckt habe. Ich bin dann zurück zum Auto und habe Verstärkung angefordert. Entschuldigung. Wir haben uns erlaubt, schon mal ohne Sie anzufangen, da Ihre Verspätung ja offensichtlich Methode haben. Ja, aber heute habe ich einen guten Grund dafür. Da sind wir aber gespannt. Mir liegen Beweise vor, die dem Verfahren eine grundlegend neue Richtung geben. Dürfen wir an Ihren Erkenntnissen teilhaben? Hohes Gericht, ich denke, wir sollten nach dem vereinbarten Plan verfahren. Die Vertreterin der Nebenklage hatte genügend Zeit, Anträge zu stellen. Meine Beweise machen den vereinbarten Plan vielleicht überflüssig, Herr Staatsanwalt. Na schön, gehen wir das Risiko ein. Sie haben das Wort, Frau Anwältin. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde gern den Zeugen Thomas Luttermann nach vorne bitten. Ich verstehe nicht, was das soll. Wir auch nicht, aber das kann sich ja ändern. Herr Luttermann, bitte. Herr Luttermann, es gibt einen Zeugen, der Sie mehrfach mit Anke Fürsting in einem Hotel gesehen hat. Zuletzt am Tag des Mordes. Ruhe bitte! Was sagen Sie dazu? Das stimmt. Also wir hatten eine Beziehung. Wie lange ging das? Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Wir haben uns ab und zu in diesem Landhotel getroffen. Aber mehr war da nicht. Und wann haben Sie die Beziehung beendet? Also am Anfang haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen. Und auf einmal fing dann Anke, Frau Fürsting, davon an, dass ich meine Frau verlassen soll. Da wusste ich, dass das so nicht weitergehen konnte. Und ich musste Schluss machen mit ihr. Am Tag des Mordes? Ja. Anke Fürsting war wütend. Ja, natürlich war sie sauer. Sie hat mir Vorwürfe gemacht. Es kam zum Streit.
Sie drohte damit, ihre Frau zu informieren. Sie bekamen Panik und beschlossen, das Risiko zu beseitigen, indem sie Anke Fürsting töteten. Nein, ich habe nichts dergleichen getan. Herr Luttermann, Ihre DNA und Fasern Ihrer Kleidung wurden an der Leiche gefunden. Und das Märchen von der Wiederbelebung haben Sie uns nur aufgetischt, um die ganzen Spuren zu erklären. So war das nicht. Das Gestüt Fürsting liegt überhaupt nicht in Ihrem Bereich. Wieso waren Sie als Erster am Tatort? Also, als ich über Funk hörte, dass es eine leblose Person auf dem Gestüt Fürsting gibt, da dachte ich natürlich an Anke. Dass sie sich was angetan hätte. Deshalb habe ich meine Kollegin, Ike Dombusch, überredet, mit mir hinzufahren. Wir waren dann tatsächlich auch schneller als die Kollegen aus Warndorf. Herr Luttermann, geben Sie einfach zu, dass Sie Anke Fürsting getötet haben. Im Streit. Aus einem Affekt heraus. Ich kann das überhaupt nicht gewesen sein. Ich war den ganzen Abend, also auch zum Zeitpunkt des Mordes, mit meiner Kollegin zusammen auf Streife. Hilke, Frau Dombusch kann Ihnen das bestätigen. Ich schlage vor, dass wir Frau Dombusch gleich dazu hören, damit die Sache geklärt wird. Er sagt die Wahrheit. Thomas, also Herr Luttermann und ich sind den ganzen Abend Streife gefahren. Überlegen Sie Ihre Worte ganz genau, Frau Dombusch. Wenn Sie Luttermann ein falsches Alibi besorgen, setzen Sie damit Ihre berufliche Existenz aufs Spiel. Ich lüge nicht. Und außerdem, Thomas hat den Funkverkehr übernommen, alle Gespräche sind aufgezeichnet. Wie soll er dann nebenbei einen Mord begehen? Ja, dann haben wir das ja hiermit geklärt und können zur Tagesordnung zurückkehren. Ganz so schnell nur doch nicht, Herr Staatsanwalt. Wir sollten einen Moment innehalten und die neue Sachlage prüfen. Das war bestimmt ein Schock für dich, oder? Dabei ging es ihm wieder besser. Er war krank? So eine fiese Virusinfektion. Virusartige Vanessa, du gehst jetzt besser nach Hause. Sofort? Sie haben mir gar nichts von einer Viruserkrankung erzählt. Vanessa übertreibt, eine simple Grippe, nichts weiter. Ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Sie ziehen das Unglück magisch an. Gegen perverse Pferdeschlitzer sind unsere Sicherheitsvorkehrungen machtlos. Zwei solcher Ereignisse können ja Zufall sein, aber drei? Sie sehen Zusammenhänge, wo keine sind? Hauptsache, Sie sind gut versichert. Wir haben unsere Auflagen erfüllt. Ich schaue mich noch mal um. Bitte, natürlich. Sich heute im Breiderhof-Prozess. Einer der ermittelnden Polizisten hatte eine Affäre mit Anke F., dem Mordopfer. Die Staatsanwaltschaft ist trotzdem nicht der Ansicht, dass der Angeklagte nach dem heutigen Verhandlungstag freigelassen werden muss. Aber Sie haben sich bemüht, oder? Bemüht, ja. Aber ich habe nicht verlangt, dass Sie sich bemühen, sondern dass Sie Erfolg haben! Verdammte Scheiße! Meine Freunde können keine Wunder vollbringen. Ich will nur, dass mein Bruder freikommt. Aber stell dir doch nur mal vor, er war es doch. Stell dir vor, dein Bruder hat doch seine Ex-Frau umgebracht. Ich meine, was dann? Sag's jetzt nie wieder. Richard hat diese Schlampe nicht umgebracht. Kapierst du das? Kapierst du das? Schieß doch, los. Mach, los. Schieß, schieß. Ich habe keinen Bock mehr auf dich und dieses Scheißloch! Was sollen wir denn jetzt machen? Sag du es mir. Wilsberg. Hallo, Georg. Anna, wie geht's dir? Wenn ich ein Pferd wäre, würde ich sagen, kurz vor der Apotheke gekotzt. Alex Aufgalopp vor Gericht war ziemlich prima, aber wenn... Hey, Leute. Ihr siegen wollt, dann müsst ihr schon noch ein bisschen höher springen. Ja? Also, kommt mal in die Hufe. So. Das reicht jetzt. Sie hat in lauter Metaphern geredet. In jedem ihrer Sätze ging es um... Pferde. Ja, ist doch ganz klar. Sie wollte uns einen Tipp geben. Das Gestüt Fürsting. Richard Breidorf hat einmal als Besamungstechniker gearbeitet. Ja, ist auch ein ideales Versteck. Niemand wird dort nach einer suchen. Außer du, Verrückter. Ist ein Riesengelände, Georg. Ja gut, aber da kann uns Nikola Fürsting helfen. Sag mal, das Stallmädchen hat mir erzählt, Stolz von Bielefeld litt an irgendeiner Pferdekrankheit, Equivirus, Dingsbums. EVA, Equine Virus Arteritis.
Eine der schlimmsten Pferdekrankheiten. Sie wird durch Körperflüssigkeiten übertragen und ist nicht heilbar. Aber der Hengst ist doch nie mit einer Stute in Berührung gekommen. Ja, das muss er auch nicht. Trotzdem hätte sein Sperma nicht für die Zucht verwendet werden dürfen. Jede infizierte Stute wird unfruchtbar. Ja, was warten wir noch? Wir fahren da jetzt hin. Es tut mir leid. Ich muss dich suspendieren. Du kommst wieder, Thomas. Mal sehen, was die Dienstaufsicht sagt. Ich habe die Mitteilung bekommen, dass der Wagen von Frau Springer in einer Tiefgarage entdeckt wurde. Was ist hier eigentlich los? Es besteht die Möglichkeit... Ja? Dass Frau Springer entführt worden ist. Das erzählen Sie mir so nebenbei. Frau Springer hatte vor 3 Tagen eine Verabredung mit Carsten Breidorf. Das ist der... Ich weiß, wer Carsten Breidorf ist. Overbeck, Sie verheimlichen mir, dass sich Ihre Chefin in Lebensgefahr befindet. Sind Sie eigentlich noch ganz bei Trost? Ich wusste nicht. Stattdessen erzählen Sie mal was von Außenterminen. Ich dachte, lassen Sie das Denken Ihren Vorgesetzten. Ich berufe eine Sonderkommission ein. Noch sind Sie dabei, Overbeck. Aber sollte das Ding für die Springer schlecht ausgehen, dann... Dieser Versicherungsheini geht mir so richtig auf die Keks. Steht nicht rum, ihr habt zu tun. Herr Wilsberg, was verschafft mir die erneute Ehre? Im Moment interessiert mich, wo man hier auf Ihrem Gelände Menschen einsperren kann, ohne dass jemand mitbekommt. Wovon redet er? Von einer Geisel. Oder vom Loch, in dem sie steckt. Also eine alte Scheune oder ein Stall, der nicht mehr gebraucht wird, zum Beispiel. Welche Geisel? Frau Füßchen, die Zeit drängt. Es gibt eine alte Lagerhalle. Wo? In diese Richtung, immer geradeaus. Ecki! Alex, ich muss mit dir reden. Ja, ich mit dir auch. Was? Hier, Pferde. Und da hinten verfallener Schuh. Diop, wir sind im Münsterland. Wo du hinspuckst, triffst du ein Pferd. Nimm Bein in die Fresse und dann haben wir Ruhe. Nein, auf keinen Fall. Ich will kein Aufsehen. Nicola, es ist wichtig. Gehen wir doch ein Stück. Seit wann hatte Stolz von Bielefeld EVA? Du weißt es also. Seit wann? Schon eine Weile. Und trotzdem habt ihr sein Sperma verkauft? Nein, natürlich nicht. Ich bin auch nicht verrückt. Was war denn in der Kühlbox, die du mir gegeben hast? Loristan von Kattenwender sieht Stolz von Bielefeld sehr ähnlich. Nur ist sein Sperma nicht so wertvoll. Im Landgestüt wäre das aufgefallen, hm? Du. Du hast dafür gesorgt, dass ich nicht im Landgestüt ankomme. Du hast den Unfall arrangiert, um die Versicherungssumme zu kassieren. Alex, bitte versteh mich doch. Ich brauche das Geld. Ohne Stolz von Bielefeld ist das Gestüt ruiniert. Du hast deine Höllenknechte auf mich gehetzt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie dich nicht verletzen sollen. Die beiden Idioten haben wieder mal übertrieben. Was soll ich die Polizei rufen? Das dauert zu lange. Du bist zu alt für so einen Scheiß. Und Anna ist zu jung zum Sterben. Da kann ich ja froh sein, dass ich noch lebe. Ja, es tut mir leid. Selbstverständlich komme ich für alle Unkosten auf. Plus Schmerzensgeld. Schusswaffe! Das ist eine ganz schlechte Idee, hier rumzuschnüffeln. Hallo, Anna. Los, umdrehen. Umdrehen! Sauber, Ecki. Sie hat den Arschloch weg vom Service bestellt? Endlich. Ich wurde aufgehalten. Ich hätte eine so verdammt beschissene Zeit. Ich wäre gern früher gekommen. Jetzt verstehe ich. Was? Warum Stolz von Bielefeld sterben musste. Die Gefahr, dass der Betrug aufliegt, wurde einfach zu groß. Was sollte ich denn machen? Krank ist der Hengst nichts wert. Ja. Und jetzt kassierst du die Millionen. Das ist höchstgradig kriminell. Ihr solltet euch das mal anhören. Du bist meine Anwältin. Ich vertraue auf deine Verschwiegenheit. Was war das jetzt? Pass auf Breidorf auf.
Vicky, komm. Du bist verhaftet, du Scheiße. Danke umgebracht. Sie wäre niemals einverstanden gewesen, falsches Sperma zu verkaufen. Es ging immer nur um die Pferde und nicht ums Geld. Anke war eine Träumerin. Die ganzen Steuererklärungen überließ sie mir. Irgendwie wird es schon weitergehen, hat sie immer gesagt. Dabei hat sie uns selbst in diese Lage gebracht. Hätte sie nicht diesen Idioten Richard angeschleppt, wäre das Ganze nicht passiert. Was glaubst du denn, wie sich Stolz von Bielefeld mit EVA infiziert hat? Zur Absicht? Richard hat ihm infiziertes Sperma an die Nüstern geschmiert. Dieser Psychopath wollte das Gestüt ruinieren. Das konnte ich doch nicht zulassen. Und deswegen hast du dich mit Anke gestritten. Sie war nicht davon abzubringen, die Krankheit publik zu machen. Mein Lebenswerk wäre mit einem Schlag vernichtet. Tja, es tut mir leid, Nicola, aber... Du bist meine Anwältin und ich zahle eine Menge Geld, damit du tust, was ich sage. Meine anwaltliche Schweigepflicht geht nicht so weit, dass ich einen Mord decke. Ich denke, es ist besser, wenn wir an dieser Stelle das Gespräch beenden. Und jetzt? Na, wo ist Alex? Warum willst du schon gehen? Mensch, Alex, was machst du denn da? Nicola, fürs Ding ist hinter mir. Warum? Sie hat Anke ermordet. Frau Füßling, geben Sie auf. Hat doch keinen Zweck. Oh, Overbeck, leihen Sie mir Ihre Sonnenbrille, bitte. Ja, klar. Chef, alles in Ordnung? Riecht etwa Besorgnis in Ihrer Stimme, Overbeck? Sinn. Hab alles im Griff. Ach, das heißt sicherlich, der Kriminalrat macht Sie zur Sau. Oder wissen Sie das? Übrigens, Respekt, wie Sie das mit Carsten Breidorf hingekriegt haben. Wer fährt mich denn jetzt nach Hause? Der Job macht mich fertig. Ich natürlich. Ich erteile dem Herrn Staatsanwalt das Wort. Ja, hohes Gericht. Die Mörderin hat gestanden. Welche Mörderin? Die Mörderin von Anke Füßling, ihre Schwester Nicola Füßling. Sie hat soeben den Mord gestanden. Herr Staatsanwalt, wissen Sie etwas darüber? Ich habe soeben eine Nachricht von der Polizei bekommen. Die Verteidigerin, ich meine die Vertreterin der Nebenklage, sagt offenbar die Wahrheit. Na schön. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wird aufgehoben. Danke. Für Sie habe ich das am allerwenigsten getan. Hallo. Hallo, Weber. Anna. Ich hätte einen Riesenhunger. Hey, was machst du da? Carsten Breidorf, verwandt mit Richard Breidorf? Ja, das ist mein Bruder. Du hast gewusst, dass ich bei der Kripo bin. Woher soll ich das wissen, Anna? Weiß ich nicht. Hast du dir gedacht, machen wir uns mal an die Alte ran. Vielleicht kann sie meinen Bruder von einer Verurteilung bewahren, ne? Was muss nicht an. Oder sie lässt ein paar Beweisstücke verschwinden. Als Dankeschön für diese Liebesnacht. Oh. Anna. Anna. Nein, ich will nicht zuhören. Bitte, hier. Anna. Anna, bitte lass uns reden. Mein Bruder ist unschuldig. Es gibt einen Beweis, Anna.
Dann wenden Sie sich an Kommissar Overbeck, der führt die Ermittlungen. Aber das ist doch das Problem. Overbeck hat's auf Richard abgesehen. Ach so, ein Scheißdreck. Für Overbeck stand von vornherein fest, dass mein Bruder es getan hat. Er hat keine anderen Spuren verfolgt. Was denn für Spuren? Tag von Alba. Richard war zur Tatzeit bei einer anderen Frau. Er hat das verschwiegen, weil sie verheiratet ist und nicht für ihn aussagen wollte. Aber jetzt ist sie bereit dazu. Wehe, du verarschst mich noch mal. Sie werden sich noch erkälten, wenn Sie da draußen so rumstehen. Kommen Sie, ich habe frischen Kaffee gekocht. Ein Handtuch. Name und Adresse der Zeugin. Sexismus im Büroalltag, stimmt's? Wieso? Siehst du aus? Naja, für einen Studenten von der Fachhochschule siehst du ein bisschen zu alt aus. Vielen Dank. Ich brauche noch ein Fortbildungsseminar für Führungskräfte. Als Voraussetzung für den Koordinationsposten auf Regionalebene, der nächstes Jahr frei wird, stimmt's? Woher? Ich habe alle Teilnehmer gegoogelt. Ah, dann verrate ich ja kein Geheimnis. Ecki. Leonie. Ganz schön chaotischer Schreibtisch. Was suchen Sie denn auf meinem Schreibtisch? Ich nehme Anteil an Ihrer Arbeit. Ich bin Ihre Chefin, schon vergessen? Wo waren Sie gestern Abend? Es geht Sie nichts an, Overbeck. Ich hätte Hilfe gebrauchen können. Man hat mir noch einen Einsatz in Warndorf aufgedrückt. Dann arbeiten Sie doch beim Ordnungsamt. Die fangen um 9 Uhr an, sind um 17 Uhr fertig. Und? Kann ich heute mit Ihnen rechnen? Rechnen Sie lieber nicht. Georg, was machst denn du hier? Ja, ich hab dich überall gesucht. Und wer hat dir gesagt, wo du mich findest? Ja, Alex. Overbeck. Sie sind überfallen worden? Ja. Und um Ihre nächsten Fragen direkt vorwegzunehmen, ich habe den Täter nicht gesehen. Der Airbag hat mich komplett ausgenockt. Und die Kühlbox ist auch weg. Die Kühlbox? Mit dem Sushi und dem Prosecco? Knapp daneben. Es war Sperma drin. Oh, bitte. Ist das der neueste Party-Gag? Pferdesperma, Overbeck. Wer klaut denn sowas? Ja, Sie sind der Polizist. Es ist Ihr Job, das herauszufinden. Hm? Entweder Geisteskranke oder die Täter haben sich im Wagen geirrt. Darauf würde ich nicht wetten. Stolz von Bielefeld war eines der besten Turnierpferde der Welt, bis vor wenigen Jahren. Und Sie sind? Nicola Füssing, die Besitzerin des gleichnamigen Gestüts. Frau Holtkamp ist meine Anwältin. Alex, wie geht's dir? Ja, schon viel besser. Ich denke, du kannst mich jetzt nach Hause fahren. Das glaube ich nicht. Sie fahren eine Nacht zur Kontrolle mit. Aber? Kein Aber. So kompliziert, als Sie dachten. Fangen Sie schon mal an, die Aussagen aufzunehmen. Na, was machen Sie? Ich versuche, die Springer zu erreichen. Übrigens auch nicht die Regel, dass ich beim ersten Date den Mann gleich mit nach Hause nehme. Hm? Regeln sind sowieso da, um gebrochen zu werden, Anna. Das ist auch wieder wahr. Oh, so ein blödes Telefon. Georg Wilsberg, Privatdetektiv? Ja, auch. Ostus, landwirtschaftliche Versicherung. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommt drauf an. Auf den Auftrag. Samraub. Der Tennisspieler. Schlimmer. Schlimmer als Tennis? Mehrere Olympiasiege, Weltmeistertitel, von deutschen Titeln ganz zu schweigen. Stolz von Bielefeld. Ach, ein Pferd. Das Springpferd schlechthin. Und sein Samen wurde geraubt. Die ganze Monatsproduktion. Und ein Schuss lässt sich in 17 Portionen unterteilen. Auf 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, ob die Stute trächtig wird. Das heißt? Wir reden über mehrere hunderttausend Euro. Da kommt ein Reiter nicht mit. Wir möchten, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen im Gestüt Füssing überprüfen, hinsichtlich etwaiger Vertragsverletzungen. Insbesondere sollten Sie sich diese Frau hier vornehmen. Frau Holtkamp, die Anwältin der Gestütsbesitzerin. Aus Ihrem Auto wurde der Sperma geraubt. Möglicherweise steckt sie mit den Tätern unter einer Decke. Die Anwältin kenne ich. Umso besser.
Das wäre nicht leicht, das ist ein harter Knochen. Genau dafür bezahlen wir sie ja. Ich habe Kaffee gemacht oder ich kann auch Tee machen. Bisschen rumtelefonieren, nachdem ich auf dich angesetzt wurde. Ist noch alles klar bei dir? Der Inhalt der Kühlbox war versichert, kannst du dir vielleicht denken. Und jetzt sollst du mich überprüfen, oder wie? Ja, die Frau von der Versicherung meint, dass du mit den Tätern gemeinsame Sachen machst. Ja klar, deswegen habe ich mich auch anfahren und mir den Airbag ins Gesicht knallen lassen. Das hat echt mir getan, Georg. Mensch, ich muss nur einen Bericht schreiben. Das ist reine Routine, dazu brauche ich ein paar Informationen. Georg, ich habe keine Zeit. Ich bin sowieso schon spät dran. Wer wusste zum Beispiel von dem Transport? Ja, alle bei Füsting und im Landesgestüt waren doch nämlich an. Georg, hör zu. Nicola Füsting ist meine Freundin und ich bin ihre Anwältin. Eine gute Freundin. Ich werde den Teufel tun, dir bei deinen Recherchen zu helfen. Nicola hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Punkt. Das sehen wir ja. Sie hatte echt eine schwere Zeit. Ihre Schwester wurde ermordet. Entschuldigung. Schön, dass es die Vertreterin der Nebenklage auch zu uns geschafft hat. Dann können wir jetzt mit der Rechtsmedizin beginnen. Frau Professor, bitte. Ja. Der Täter legte dem Opfer einen weichen Baumwollstoff, vermutlich einen Schal, um den Hals, verknotete ihn in etwa so und zog ihn dann mit aller Kraft nach hinten, bis der Sauerstoffmangel zum Exitus führte. Einen Moment, Frau Professor. Ich bitte die Zuhörer, sich zu setzen oder den Saal zu verlassen. Wir sind hier nicht bei Preußen Münster. Fahren Sie bitte fort. Zu den gebräuchlichsten Formen des Sexismus im Büro gehören Tiervergleiche. Frauen werden gerne von ihren männlichen Kollegen auf animalisches Niveau reduziert. Da ist dann etwa die Rede von einer heißen Katze oder einem süßen Häschen. Ja, bitte. Sie haben bislang nur über das Verhalten von Männern gesprochen. Gibt es nicht auch Neid und Konkurrenz unter Frauen? Meinen Sie die allseits bekannte Stutenbissigkeit? Genau die, Frau Doktor. Sehr clever, Herr. Talkötter. Ich sehe, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Sie hatten also ein Verhältnis mit Richard Breidorf. Was gibt es da groß zu erzählen? Mich interessiert, wie oft Sie sich getroffen haben und wo. Ja, meistens bei mir zu Hause. Obwohl Sie verheiratet sind. Wenn mein Mann nicht da war, natürlich. Und so war das auch an dem Tag, als Anke Füsting ermordet wurde? Da war der Richard von 18 bis 21 Uhr bei mir. Daran erinnern Sie sich so genau? Weil mein Mann doch zurückkam. So um 21:30. Also ich glaube, Sie erzählen mir hier was vom Pferd. Nein, das stimmt nicht. Sie haben mit Richard Breidorf geschlafen? Ja. Mhm. Dann erinnern Sie sich an die tätowierte Rose auf seinem Oberarm? Natürlich. Was für ein Tattoo hatte er auf dem Rücken? Ich erinnere mich nicht. Natürlich nicht. Genauso wenig wie an die Rose. Die gibt's nämlich nicht. Was hat Ihnen Breidorf dafür bezahlt, dass Sie mich anlügen? Nichts. Schon Feierabend? Wer rasch arbeitet, darf früh zum Rendezvous. Sie haben auch nicht den Breidorf-Prozess am Hals. Sie wissen schon, der Typ, der seine Ex-Frau umgebracht hat. Ja. Schlimme Sache. Treffen Sie sich mit Wilsberg? Hören Sie mal, Overbeck. Es gibt noch andere attraktive Männer. Warum sagen Sie das? Ich werde heute Abend ein Glas auf Sie trinken. Tätchen sucht Altbierbowle. Sieh mal einer an. Freue mich auf heute Abend. Na, wer ist denn da das Töttchen, Frau Springer?
Indizien sprechen eine eindeutige Sprache, hohes Gericht. Der Angeklagte... Ja, was ist denn? Raubüberfall in der Nähe von Warndorf. Rufen Sie die Springer an, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber hier zu Hause geht keiner ran. Schon mal was vom Mobilfunk gehört, Herr Kollege? Ja, aber sie hat ihr Handy abgeschaltet. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso bleibt eigentlich alles an mir hängen? Ich finde, es wird Zeit, das Geheimnis zu lüften. Ich heiße Carsten. Carsten. Ich heiße Anna. Overbeck, Kripo Münster. Guter Mann. Lagebericht, wenn es geht, noch heute. Also, das Opfer fuhr auf der Landstraße. Es gibt an, von einem anderen Wagen, der ihm entgegenkam, gerammt worden zu sein. Nach Lage der Spuren... Und weiter, was ist dann passiert? Ja, also nach Aussage des Opfers... Ja. ...hat einer der Täter einen Gegenstand entwendet. Ach was. Was für ein Gegenstand? Eine alte Banane oder ein Bauklotz? Mein Gott, lernt ihr hier auf dem Lande noch nicht mal die korrekte Berichtsform? Eine Kühlbox. Eine Kühlbox. Ist ja putzig. Wo ist denn das Opfer jetzt? Da drüben. Der Typ aus Münster treibt die Nase auch ziemlich hoch. Ja, wenn ihr jetzt bei jedem Eierdiebstahl zur Hilfe ruft. Entschuldigung, könnte ich kurz das Opfer sprechen? Natürlich. Toll, vielen Dank. Vanessa, nimmst du ihn? Danke. Der Prozess wird morgen fortgeführt. Nikola, wir kriegen ihn drin. Davon gehe ich aus. Das ist jetzt 6 Monate her. Ich denke immer noch jeden Tag daran, was Anke wohl machen würde. Sie fehlt mir unglaublich. Schaffst du schon. Und Richard Breidauer wird seine gerechte Strafe bekommen. Wenn ihn einen zur Strecke bringt, dann du. Steffi! Hier das Beste von uns im Superhengst. Ach Alex, könntest du auf dem Rückweg beim Landgestüt in Warendorf vorbeifahren? Die wollen ein paar Gene von unserem Star. Stolz von Bielefeld? In voller Pracht. Er legt zwar keine goldenen Äpfel, aber... Wolf, ihr habt zu tun? Was, ist denn das so wert? In solchen Summen träumst du nur. Fortbildungsseminar verdonnert worden. Ist das nicht eine Umschreibung für geselliges Beisammensein mit anschließendem Besäufnis? Du kennst ja den Titel noch nicht. Sexismus im Büroalltag. Ah, dein Fachgebiet. Sehr witzig, Georg. Es geht um Vorbeugung und Dozentin ist Frau Dr. Ursula Schniepelmühlen, auch bekannt für ihre Männerfeindlichkeit. Dann bist du in besten Händen. Ich brauche ihre Unterschrift, nicht ihre Hände. Hier. Casanova aus meinem Leben. Was soll ich denn damit? Ein Anschauungsmaterial. Ach, wenn ich damit bei Frau Schniepelmühlen aufkreuze, dann... Dann nagelt sie dich. Ja. Was? An die Seminartür. What did you do?
Sehr gut. Du musst darauf achten, nach dem Sprung Oberkörper gerade halten. Klar? Okay. Schön. Super. Guter Junge. Und? Hat sie gefallen? Das war wirklich toll. Vielen Dank. Vanessa, nimmst du ihn? Danke. Der Prozess wird morgen fortgeführt. Nikola, wir kriegen ihn drin. Davon gehe ich aus. Das ist jetzt 6 Monate her. Ich denke immer noch jeden Tag daran, was Anke wohl machen würde. Sie fehlt mir unglaublich. Schaffst du schon. Und Richard Breidauer wird seine gerechte Strafe bekommen. Wenn ihn einen zur Strecke bringt, dann du. Steffi! Hier das Beste von unserem Superhengst. Ach Alex, könntest du auf dem Rückweg beim Landgestüt in Warendorf vorbeifahren? Die wollen ein paar Gene von unserem Star. Stolz von Bielefeld? In voller Pracht. Er legt zwar keine goldenen Äpfel, aber... Wolf, ihr habt zu tun? Was, ist denn das so wert? In solchen Summen träumst du nur. Fortbildungsseminar verdonnert worden. Ist das nicht eine Umschreibung für geselliges Beisammensein mit anschließendem Besäufnis? Du kennst ja den Titel noch nicht. Sexismus im Büroalltag. Ah, dein Fachgebiet. Sehr witzig, Georg. Es geht um Vorbeugung und Dozentin ist Frau Dr. Ursula Schniepelmühlen, auch bekannt für ihre Männerfeindlichkeit. Dann bist du in besten Händen. Ich brauche ihre Unterschrift, nicht ihre Hände. Hier. Casanova aus meinem Leben. Was soll ich denn damit? Ein Anschauungsmaterial. Ach, wenn ich damit bei Frau Schniepelmühlen aufkreuze, dann... Dann nagelt sie dich. Ja. Was? An die Seminartür. Schon Feierabend? Wer rasch arbeitet, darf früh zum Rendezvous. Sie haben auch nicht den Breiterhoff-Prozess am Hals. Sie wissen schon, der Typ, der seine Ex-Frau umgebracht hat. Ja. Schlimme Sache. Treffen Sie sich mit Wilsberg? Hören Sie mal, Overbeck. Es gibt noch andere attraktive Männer. Wem sagen Sie das? Ich werde heute Abend ein Glas auf Sie trinken. Tätchen sucht Altbierpole. Sieh mal einer an. Freue mich auf heute Abend. Ja, wer ist denn da das Töttchen, Frau Springer? Sprechen eine eindeutige Sprache, hohes Gericht. Der Angeklagte... Ja, was ist denn? Raubüberfall in der Nähe von Warndorf. Rufen Sie die Springer an, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, aber wie ihr zu Hause, geht keiner ran. Schon mal was vom Mobilfunk gehört, Herr Kollege? Ja, aber sie hat ihr Handy abgeschaltet. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso bleibt eigentlich alles an ihr hängen? Ich finde, es wird Zeit, das Geheimnis zu lüften. Ich heiße Carsten. Carsten. Ich heiße Anna. Overbeck, Kripo Münster. Guter Mann. Lagebericht, wenn es geht, noch heute. Also, das Opfer fuhr auf der Landstraße. Es gibt an, von einem anderen Wagen, der ihm entgegenkam, gerammt worden zu sein. Nach Lage der Spuren... Und weiter, was ist dann passiert? Ja, also nach Aussage des Opfers... Ja. ...hat einer der Täter einen Gegenstand entwendet. Ach was. Was für ein Gegenstand? Eine alte Banane oder ein Bauklotz? Mein Gott, lernt ihr hier auf dem Lande noch nicht mal die korrekte Berichtsform? Eine Kühlbox. Eine Kühlbox. Das ist ja putzig.
Wo ist denn das Opfer jetzt? Da drüben. Der Typ aus Münster hat die Nase auch ziemlich hoch. Ja, wenn jetzt bei jedem Eierdiebstahl zur Hilfe ruft. Entschuldigung, könnte ich kurz das Opfer sprechen? Natürlich. Alex. Overbeck. Sie sind überfallen worden? Ja. Und um Ihre nächsten Fragen direkt vorwegzunehmen, ich habe den Täter nicht gesehen. Der Airbag hat mich komplett ausgenockt. Und die Kühlbox ist auch weg. Die Kühlbox? Mit dem Sushi und dem Prosecco? Knapp daneben. Es war Sperma drin. Oh, bitte. Ist das der neueste Party-Gag? Pferdesperma, Overbeck. Wer klaut denn sowas? Ja, Sie sind der Polizist. Es ist Ihr Job, das herauszufinden. Entweder Geisteskranke oder die Täter haben sich im Wagen geirrt. Darauf würde ich nicht wetten. Schloss von Bielefeld war eines der besten Turnierpferde der Welt, bis vor wenigen Jahren. Und Sie sind? Nicola Füssing, die Besitzerin des gleichnamigen Gestüts. Frau Holtkamp ist meine Anwältin. Alex, wie geht's dir? Ja, schon viel besser. Ich denke, du kannst mich jetzt nach Hause fahren. Das glaube ich nicht. Sie fahren eine Nacht zur Kontrolle mit. Aber... Kein Aber. So kompliziert, als Sie dachten. Fangen Sie schon mal an, die Aussagen aufzunehmen. Ja, was meinen Sie? Ich versuche, die Springer zu erreichen. Übrigens auch nicht die Regel, dass ich beim ersten Date den Mann gleich mit nach Hause nehme. Hm? Regeln sind sowieso da, um gebrochen zu werden, Anna. Das ist auch wieder wahr. Oh, so ein blödes Telefon. Georg Wilsberg, Privatdetektiv? Ja, auch. Ostus, landwirtschaftliche Versicherung. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Na, kommt drauf an. Auf den Auftrag. Samrob. Der Tennisspieler. Schlimmer. Schlimmer als Tennis? Mehrere Olympiasiege, Weltmeistertitel, von deutschen Titeln ganz zu schweigen. Stolz von Bielefeld. Ach, ein Pferd. Das Springpferd schlechthin. Und sein Samen wurde geraubt. Die ganze Monatsproduktion. Und ein Schuss lässt sich in 17 Portionen unterteilen. Auf 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, ob die Stute trächtig wird. Das heißt? Wir reden über mehrere hunderttausend Euro. Da kommt ein Reiter nicht mit. Wir möchten, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen im Gestüt Füssing überprüfen, hinsichtlich etwaiger Vertragsverletzungen. Insbesondere sollten Sie sich diese Frau hier vornehmen. Frau Holtkamp, die Anwältin der Gestütsbesitzerin. Aus ihrem Auto wurde das Sperma geraubt. Möglicherweise steckt sie mit den Tätern unter einer Decke. Die Anwältin kenne ich. Umso besser. Es wäre nicht leicht, es ist ein harter Knochen. Genau dafür bezahlen wir sie ja. Ich habe Kaffee gemacht oder ich kann auch Tee machen. Ich hätte einen Riesenhunger. Hey, was machst du da? Carsten Breiderhoff, verwandt mit Richard Breiderhoff? Ja, das ist mein Bruder. Du hast gewusst, dass ich bei der Kripo bin. Woher sollte ich das wissen, Anna? Weiß ich nicht. Hast du gedacht, machen wir uns mal an die Alte ran. Vielleicht kann sie meinen Bruder vor einer Verurteilung bewahren, ne? Fass mich nicht an. Oder sie lässt ein paar Beweisstücke verschwinden. Als Dankeschön für diese Liebesnacht. Oh. Anna. Raus. Anna. Nein, ich will nicht zuhören. Bitte, hier. Anna. Anna, bitte lass uns reden. Mein Bruder ist unschuldig. Es gibt einen Beweis, Anna. Dann wenden Sie sich an Kommissar Overbeck. Der führt die Ermittlungen. Aber das ist doch das Problem. Overbeck hat es auf Richard abgesehen. Ach so ein Scheißdreck. Für Overbeck stand von vornherein fest, dass mein Bruder es getan hat. Er hat keine anderen Spuren verfolgt. Was denn für Spuren? Tag von Neubau. Richard war zur Tatzeit bei einer anderen Frau. Er hat das verschwiegen, weil sie verheiratet ist und nicht für ihn aussagen wollte. Aber jetzt ist sie bereit dazu. Wie, du verarschst mich nochmal. Sie werden sich noch erkälten, wenn Sie da draußen so rumstehen. Kommen
Handtuch. Name und Adresse der Zeugin. Sexismus im Büroalltag, stimmt's? Wieso? Siehst du aus? Naja, für einen Studenten von der Fachhochschule siehst du ein bisschen zu alt aus. Vielen Dank. Ich brauche noch ein Fortbildungsseminar für Führungskräfte. Als Voraussetzung für den Koordinationsposten auf Regionalebene, der nächstes Jahr frei wird, stimmt's? Woher? Ich habe alle Teilnehmer gegoogelt. Ah, dann verrate ich ja kein Geheimnis. Ecki. Leonie. Ganz schön chaotischen Schreibtisch. Was suchen Sie denn auf meinem Schreibtisch? Ich nehme Anteil an Ihrer Arbeit. Ich bin Ihre Chefin, schon vergessen? Wo waren Sie gestern Abend? Es geht Sie nichts an, Overbeck. Ich hätte Hilfe gebrauchen können. Man hat mir noch einen Einsatz in Warndorf aufgedrückt. Dann arbeiten Sie doch beim Ordnungsamt. Die fangen um 9 Uhr an, sind um 17 Uhr fertig. Und? Kann ich heute mit Ihnen rechnen? Rechnen Sie lieber nicht. Georg, was machst denn du hier? Ja, ich habe dich überall gesucht. Und wer hat dir gesagt, wo du mich findest? Ich habe ein bisschen rumtelefoniert, nachdem ich auf dich angesetzt wurde. Ist noch alles klar bei dir? Der Inhalt der Kühlbox war versichert, kannst du dir vielleicht denken. Und jetzt sollst du mich überprüfen, oder wie? Ja, die Frau von der Versicherung meint, dass du mit den Tätern gemeinsame Sache machst. Ja klar, deswegen habe ich mich auch anfahren und mir den Airbag ins Gesicht knallen lassen. Das hat echt weh getan, Georg. Mensch, ich muss nur einen Bericht schreiben. Das ist reine Routine, dazu brauche ich ein paar Informationen. Georg, ich habe keine Zeit. Ich bin sowieso schon spät dran. Wer wusste zum Beispiel von dem Transport? Ja, alle bei Fürsting und im Landesgestüt waren doch, nehme ich an. Georg, hör zu. Nicola Fürsting ist meine Freundin und ich bin ihre Anwältin. Eine gute Freundin? Ich werde den Teufel tun, dir bei deinen Recherchen zu helfen. Nicola hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Punkt. Sehen wir ja. Er hat echt eine schwere Zeit. Ihre Schwester wurde ermordet. Entschuldigung. Schön, dass es die Vertreterin der Nebenklage auch zu uns geschafft hat. Dann können wir jetzt mit der Rechtsmedizin beginnen. Frau Professor, bitte. Ja. Der Täter legte dem Opfer einen weichen Baumwollstoff, vermutlich einen Schal, um den Hals, verknotete ihn in etwa so und zog ihn dann mit aller Kraft nach hinten, bis der Sauerstoffmangel zum Exitus führte. Einen Moment, Frau Professor. Ich bitte die Zuhörer, sich zu setzen oder den Saal zu verlassen. Wir sind hier nicht bei Preußen Münster. Fahren Sie bitte fort. Zu den gebräuchlichsten Formen des Sexismus im Büro gehören Tiervergleiche. Frauen werden gerne von ihren männlichen Kollegen auf animalisches Niveau reduziert. Da ist dann etwa die Rede von einer heißen Katze oder einem süßen Häschen. Ja, bitte. Sie haben bislang nur über das Verhalten von Männern gesprochen. Gibt es nicht auch Neid und Konkurrenz unter Frauen? Meinen Sie die allseits bekannte Stutenbissigkeit? Genau die, Frau Doktor. Sehr clever, Herr. Talgötter. Ich sehe, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Sie hatten also ein Verhältnis mit Richard Breidorf. Was gibt es da groß zu erzählen? Mich interessiert, wie oft Sie sich getroffen haben und wo. Ja, meistens bei mir zu Hause. Obwohl Sie verheiratet sind. Wenn mein Mann nicht da war, natürlich. Und so war das auch an dem Tag, als Anke Fürsting ermordet wurde? Da war der Richard von 18 bis 21 Uhr bei mir. Daran erinnern Sie sich so genau? Weil mein Mann doch zurückkam, so um 21:30. Also ich glaube, Sie erzählen mir hier was vom Pferd. Nein, das stimmt nicht. Sie haben mit Richard Breidorf geschlafen? Ja. Mhm. Dann erinnern Sie sich an die tätowierte Rose auf seinem Oberarm? Natürlich. Was für ein Tattoo hatte er auf dem Rücken? Ich erinnere mich nicht. Natürlich nicht. Genauso wenig wie an die Rose. Die gibt's nämlich nicht. Was hat Ihnen Breidorf dafür bezahlt, dass Sie mich anlügen? Nichts. Ich kann Sie wegen Strafvereitelung anzeigen. Wollen Sie das? Nein. Also? Es stimmt, er hat mir Geld gegeben. Gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir vergessen die ganze Geschichte. Kein Wort. Zu niemandem.
Auch nicht zu Carsten Breidorf. Ist gleich persönlich mit ihm. Warum müssen wir uns hier treffen? Weil ich nicht möchte, dass uns jemand zusammen sieht. Was soll das heißen, ne? Du hast mich schon wieder belogen. Aber das ist das geringere Problem. Du hast jemand anderen zu einer Falschaussage angestiftet. Mein Bruder hat seine Frau nicht ermordet. Ich werde das Gericht herausfinden. Nein. Du wirst mir helfen, seine Unschuld zu beweisen. Ach, du spielst komplett. Sag mal, für wen oder was hältst du mich eigentlich? Ah! Was machen Sie denn hier? Oder sind Sie der neue Tierarzt? Wieso? Haben Sie ein Problem? Sie können hier nicht einfach herumlaufen. Ich komme von der landwirtschaftlichen Versicherung. Dann sehen Sie ja, dass wir jeden kontrollieren, der den Stall betritt. Bin beeindruckt. Und nachts patrouilliert ein Wachdienst. Obwohl es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, wir tun das Menschenmögliche. Was ich bei dem Raub nicht verstehe, ohne offizielle Papiere ist das Sperma von diesem Wundertier doch gar nichts wert. Sie irren. In der Kühlbox lagern 100 Chancen, ein neues Wunderpferd zu züchten. Die Gene von Stolz von Bielefeld sind einmalig und nicht jeder Züchter kann sich solche Preise leisten. Haben Sie einen Verdacht? Nicht den geringsten. Wieso erinnert mich die Schniepelmühlen bloß an Drachen? Pass auf, was du sagst, sonst kommst du noch wegen sexueller Vergleiche in den Schlosskerker. Oder sie spannt mich vor ihre Kutsche. Wo kommst du eigentlich her? Ich wag's ja kaum zu sagen. Aus Warendorf, der Pferdestadt. Bei uns wird geritten, bis der Tierarzt kommt. Oh, da mache ich wohl besser keine Witze mehr über Pferde. Quatsch. Wir erzählen uns doch selber welche. Kennst du den? Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt die Verkäuferin, haben Sie mal geritten? ich habe auch einen, pass auf. Treffen sich eine Frau und ein Pferd in einer Bar. Sie finden das wohl witzig, Herr Talkötter. Aber die Pointe kommt doch erst. Wissen Sie, woran es Ihnen mangelt? An einem Minimum an Sensibilität und Einfühlungsvermögen für unser Thema. Ich glaube, bei der hast du verschissen. Ich glaube auch. Was soll das? Ich kann sie doch nicht einfach gehen lassen. Du hast mich geschlagen, ne? Du darfst das nicht persönlich nehmen, Anna. Wenn der Polizist ihn niederschlagen, sie dann entführen, dann vergisst du eine Menge Jahre in den Knast. Ja. Ja, vielleicht. Du wolltest mich verhaften. Hätten die Medien davon berichtet, wäre mein Bruder verloren gewesen. Das ist ja so oder so. Nein. Ob dein Bruder jetzt seine Ex-Frau ermordet hat oder nicht, ist doch vollkommen egal. Warum willst du dich denn opfern? Du verstehst das nicht, Anna. Er ist mein kleiner Bruder. Wir sind ohne Vater aufgewachsen. Mutter hat schon morgens angefangen zu trinken. Und ich habe dafür gesorgt, dass er zur Schule geht und das warmes zu essen bekommt. Verdammt nochmal. Alter. Warum hast du mich getan, was ich von dir verlangt habe? Weil ich nicht köpflich bin, oder? Komm jetzt, komm. Jetzt machen wir diese Kette ja ab. Das ist also gut, ja. Ich stehe nicht so auf Fesselspiele. Bitte. Tut mir leid. Wie lange willst du mich denn hier festhalten? Bis der Prozess vorbei ist. Das kann Wochen dauern. Es wird ja nichts fehlen. Okay, warte.
Natürlich kann ich den Fall nochmal aufrollen. Ich kann alle Spuren verfolgen, die deinen Bruder entlasten, aber dafür musst du mich losmachen. Machen wir uns nichts vor, Anna. Du würdest mich jagen, sobald du frei bist. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sorg dafür, dass Richard freigesprochen wird. Dann nehme ich meine Strafe auf mich. Okay. Gut, dann machen wir es anders. Ich kenne einen Privatdetektiv, das ist... Der ist mit Sicherheit kein Polizist, dem kann ich vertrauen. Ich kann ihn bitten, ist gut. Ja? Hallo, Georg. Hallo, Anna. Georg, tu mir doch bitte einen Gefallen. Richard Breidehoff, der einen Prozess hat wegen Mordes, der ist vermutlich unschuldig. Die Ermittlungen, die leitete damals Overbeck. Also, wie sind da die Hände gebunden? Ich kann da mich nicht einmischen, verstehst du? Wieso ist denn der unschuldig? Es gibt einen Hinweis. Einen nachdrücklichen Hinweis. Also kümmere dich drum, mir zuliebe. Ich soll Overbecks Fehler ausbügeln? Wie komme ich denn dazu? Tu's einfach, bitte. Anna, warum treffen wir uns nicht und reden drüber? Weil ich nicht da bin? Ich bin weggefahren. Urlaub? Ohne dass Overbeck was davon weiß? Spontan entschlossen. Red bitte nicht drüber. Und vor allen Dingen nicht mit Overbeck, klar? Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Ja, aber das geht jetzt nicht, ja? Ich rufe dich wieder an. Er ist misstrauisch geworden. Ja, aber er ist immer misstrauisch. Wo sind die Springer? Keine Ahnung. Ich meine, Außentermin. Ich habe Sie heute bei der Dienstbesprechung vermisst. War so entspannt. Ich sag's ihr, wenn sie wieder reinkommt. Das sieht ja nach einer Menge Arbeit aus. In der Tat, Herr Kriminalrat. Naja, wir kennen ja alle Frau Springers Alleingänge. Ohne Rücksicht auf Untergebene, oder? Das haben Sie gesagt. Ich weiß Ihre Loyalität zu schätzen, Herr Overbeck. Wir sollten uns mal über Ihre Beförderung unterhalten. Vielen Dank, Herr Kriminalrat. Ich melde mich. Hallo, wer ist da? Ist Werbung. Wollen Sie zu Frau Springer? Ja. Ich bin ein Freund von ihr. Guter Freund. Nicht so einer wie der von heute Morgen? Wieso? Ein halbnackter Mann im Hausflur, der herumschreit? Wo kommen wir denn da hin? Hatte Frau Springer den... Rausgeworfen, ja. Die beiden haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Richtig unangenehm war mir das. Und dann? Ja, dann ist er gegangen. Wie sah der Mann denn aus? Ein bisschen besser als Sie. Wieso fragen Sie denn? Ich versuch's später nochmal. Wilsberg? Was machen Sie denn bei der Springer? Wir tauschen Jugenderinnerungen aus und trinken Tee. Könnten Sie mir dann bitte die Hauptkommissarin geben? Sie wird hier im Präsidium schmerzlich vermisst. Ja, Moment. Ach, jetzt ist sie gerade raus. Overbeck, wo wir gerade allein sind. Was wissen Sie über den Kerl, mit dem sie gestern Abend verabredet war? Eifersüchtig? Quatsch. Aber sagen Sie es nicht weiter. Sie hat den Typen über irgendeine Kontaktbörse im Internet kennengelernt. Auch wenn's weh tut, Wilsberg. Sie sind raus aus dem Rennen. Sie steht eben mehr auf junges Gemüse. Hat sie's bei Ihnen eigentlich auch schon mal versucht? Ja, sie mich auch mal. Ist das der Mann, den Sie heute Morgen gesehen haben?
Ja, was könnte sein? Bisschen jünger als heute Morgen. Ist er gefährlich? Für Sie nicht. Kein Hunger. Du willst doch nicht etwa in Hungerstreik treten. Leck mich. Ja, Schöner. Wir hätten Freunde werden können. Spätestens beim zweiten Treffen hätte ich gemerkt, was du für ein schlechter Charakter bist. Ah. Fernsehen, ja? Fernsehen zum Essen. Ein spezielles Programm nur für mich. Falls Besuch kommt, will ich es rechtzeitig merken. Beschäftigt und frage mich, warum alle Welt von ihrer Schuld ausgeht. Willkommen im Club, das frage ich mich auch. Gibt's eigentlich gar keinen, der zu Ihnen hält? Doch, doch, meine Familie steht hinter mir. Dieser Mann zum Beispiel. Das ist mein Bruder Carsten. Wo haben Sie denn dieses Foto? Ist doch schön, wenn es wenigstens einen gibt, auf den man sich verlassen kann. Allerdings, Blut ist eben dicker als Wasser, wenn es hart auf hart kommt. Hat er deswegen die Kommissarin angebaggert? Reden Sie. Ach, kommen Sie. Das hat er Ihnen doch bestimmt gesagt. Was soll er mir gesagt haben? Kommissarin Springer, er hat Sie rumgekriegt, damit sie Ihnen hilft. Für welche Zeitung arbeiten Sie eigentlich? Herr Breidorf, ich muss mit Ihrem Bruder Walter? Sprechen. Ja? Wo hält er sich auf? Ich würde gerne zurück in meine Zelle. Okay. Ich bin blöd. Nein, du bist nur ein mieser kleiner Verbrecher. Ich gehe meine Runde um den Block. Ein bisschen frische Luft. Keine Ahnung, was Georg von uns will. Ich habe keinen blassen Schimmer. Kommt rein! Was ist denn los, Georg? Das Seminar raubt mir den letzten Nerv. Ich bin auch total müde. Erster Überfall, eine lange Prozesstat. Anna ist entführt worden. Was? Wie kommst du denn darauf? Sie hat mich angerufen. Und gesagt, dass sie entführt wurde? Nein! Aber ich kenne sie gut genug, um auch das zu hören, was sie nicht sagt. Gestern Abend hatte sie eine Verabredung mit diesem Mann. Carsten Breidorf. Sein Bruder steht gerade vor Gericht wegen Mordes. Heute Morgen gab es einen heftigen Streit, das hat mir die Nachbarin erzählt. Und seitdem ist Anna verschwunden. Wie verschwunden? Na, Overbeck weiß nicht, wo sie ist. Und dann hat sie spontan Urlaub genommen. Das passt doch gar nicht zu ihr. Und was hat sie noch gesagt? Dass sie ihr helfen soll, die Unschuld von Richard Breidorf zu beweisen. Ja, wie ist dein Plan? Wir kümmern uns um Carsten Breidorf. Er ist nicht da. Und was machst du, wenn er hier auftaucht? Willst du ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen? Das könnt ihr jetzt in Ruhe ausdiskutieren, während ich mir das Haus von innen angucke. Und wir? Oh.
Einbruch, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Deswegen ist es ja immer gut, eine Anwältin dabei zu haben. Wir kommen rein. Oh Mann, Georg. Im Visier. Der Typ ist manisch. Aber ist er auch ein Entführer? Was suchen wir eigentlich? Hier gibt's bestimmt ein Dossier über Anna. Haltet einfach die Augen offen. Gerade wurde ein Einbruch gemeldet. Dafür bin ich nicht zuständig. Es gibt ein Einbruchsdezernat. Dachte, das würde Sie vielleicht interessieren, wem das Haus gehört. Carsten Breidorf. Ach nee. Die Einbrecher sind noch im Haus. Da mal los. Nichts. Nicht die Andeutung einer Andeutung. Aber irgendwo muss es was geben, da bin ich ganz sicher. Sieh endlich ein, dass wir hier nichts finden. Nichts? Ist das etwa nichts? Ja, gut, Breidorf hat ein Foto von Anna. Das beweist überhaupt nichts. Hört ihr das auch? Was? Polizei. Ach Quatsch, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Es hat auch was mit uns zu tun. Scheiße. Und jetzt? Nach raus. Ja, wo denn? Nach hinten raus. Unauffällig, ja. Unauffällig, ja. Stehen bleiben. Polizei. Hey doch. Wilsberg. Talkötter. Das wundert mich nicht. Aber was haben Sie hier zu suchen, Alex? Sie sind Anwältin. Sie begreifen es nicht, Overbeck. Im Moment sind Sie es aber, der hier ganz kleine Brötchen backen muss. Annas Verabredung gestern Abend, das war Carsten Breidorf. Wer sagt das? Annas Nachbarin. Und wenn schon? Wir leben in einem freien Land. Na seht ihr, er begreift es nicht. Dann erzähl ihm doch alles, Georg. Ach, da kommt noch mehr? Anna hat mich angerufen und angedeutet, dass sie jemanden in seiner Gewalt hat. Vor oder nach dem Tee trinken mit Ihnen? Mensch, mit dem Tee, das war gelogen. Sie war doch gar nicht mehr in der Wohnung. Ich war da, um Spuren zu suchen. Zwei Hauseinbrüche. Ihr Vorstrafenregister wird immer länger. Ihre Chefin ist entführt worden, Overbeck. Von Carsten Breidorf. Genau. Komisch. Frau Springer hat heute Morgen im Präsidium noch ganz entspannt mit mir geplaudert. Ja, und anschließend irgendwelche Nachrichten? Sie ist ja telefonisch nicht zu erreichen. Ja, und kommt Ihnen das nicht merkwürdig vor? An Frau Springer ist einiges merkwürdig. Los, abführen. Wir fahren ins Präsidium. Moment, da gibt's noch eine Möglichkeit. Sie nerven, Wilsberg. Vielleicht hat er sie unten im Keller eingeschlossen. Ist doch albern. Mensch, Overbeck, wollen Sie der erste Polizist in Münster sein, der seine Chefin auf dem Gewissen hat? Lassen Sie Ihre Leute da nachgucken. Und machen Sie uns diese scheiß Dinger da ab. Na gut. Ich halte dich in meinem eigenen Keller fest. Hm? Nein, nein, nein. Hier findet dich niemand. Da
kannst du schreien, so laut du willst. Und? Nichts, wie ich vermutet habe. Ist das der Typ, den du angerufen hast, diese Wilsberg? Er versucht, dich zu finden. Das war von Anfang an dein Plan, was? Du warst doch dabei, als wir telefoniert haben. Zwischen euch läuft was? Das habe ich gleich gemerkt. Die Zeit der Spielchen ist vorbei, Anna. Ich will, dass Richard freikommt. Jetzt verschwinden Sie, alle drei. Sonst überlege ich mir, ob ich Sie doch noch in U-Haft nehme. Wie erkläre ich das meinem Chef? Und ich der Einlasskammer? Holger. Anna. Hört auf, mich zu suchen, verstanden? Wenn ihr wollt, dass ich am Leben bleibe, dann haltet euch von Uferberg fern, ja? Und kümmert euch um Richard Breidorf. Findet irgendwas, ihn entlastet. Anna, ich habe noch eine Frage. Los. Unterdrückte Nummer. Was ist jetzt, wenn wir Uferberg... Mensch, du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Was sollen wir denn jetzt machen? Gibt's auch andere Verdächtige? Müssen wir Nikola Füsting? Quatsch, Nikola und Anke waren ein Herz und eine Seele. Ja, wir müssen jeden Stein umdrehen. Kannst du die wirtschaftlichen Daten besorgen? Das ist Landkreis Warendorf, da komme ich nicht ran. Mist. Hey, Joni. Guten Morgen. Da wir nun alle vollzählig sind, bitte ich Polizeihauptmeister Thomas Luttermann in den Zeugenstand. Herr Thomas Luttermann? Ja. Je verkrusteter die bürokratischen Strukturen, desto schwieriger ist es, den latenten Sexismus zu erkennen. Daher lautet die erste Forderung: Transparenz. Herr Tatkötter, Sie sehen ja aus, als wären Sie unter die Räder gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich hatte eine ziemlich unangenehme Begegnung mit einem Traktor. Ich dachte dabei eigentlich mehr an Ihre dunklen Augenringe. Die kommen vom Grübeln über den tieferen Sinn Ihres Seminars. Ich hoffe, Sie sind dabei zu einigen selbstkritischen Erkenntnissen gelangt. Punkt 14. Ausgeprägte Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse. Noch Fragen? Ja. Herr Luttermann, Sie sagen, Sie haben mit Ihrer Kollegin Dombusch den Tatort gesichert und auf das Eintreffen des Notarztes und der Spurensicherung gewartet, richtig? Richtig. Das gehört zu unseren Aufgaben als erste Beamte vor Ort. Wie kommt es denn, dass im Bericht der Spurensicherung mehrere DNA- und Kleidungsanhaftungen an der Leiche PHM Luttermann, also Ihnen, zugeordnet werden können? Ja, selbstverständlich musste ich mich davon vergewissern, dass Frau Füsting tot war. Ich nehme an, Sie haben nach Ihrem Puls getastet? Ja. Und wie erklären Sie sich die postmortalen Abdrücke am Oberkörper der Leiche, die, ich zitiere, so aussehen, als hätte sich jemand auf ihr abgestützt? Ich... Beantworten Sie die Frage. Ich habe versucht, Frau Füsting wiederzubeleben. Laut Obduktionsbericht war Anke Füsting zu diesem Zeitpunkt bereits eine Stunde tot. Als erfahrener Polizist hätten Sie das doch erkennen müssen. Statt Spuren zu sichern, haben Sie mit Ihrem unbedachten Verhalten Spuren vernichtet und damit möglicherweise die Aufklärung der Tat vereitelt. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich, Frau Kollegin? Wo finde ich denn Frau Füsting? Drüben beim Reitgelände. Na? Hey. Darf ich? Ja klar, ich rufe eh nur E-Mails ab. Arbeitet ihr in Warendorf auch mit Online-Datenverarbeitung? Hey, wir leben nicht hinterm Mond. Auch wenn manche Münsteraner das von uns glauben. Das heißt, du könntest jetzt hier deine Akten verwalten? Ja, klar. Guck mal hier. Ich rufe die Finanzamtsseite auf. Dann gebe ich mein Passwort ein. Zack, bin ich eingeloggt. Wie merkst du dir eigentlich deine Passwörter? Ich vergesse meine ständig. Ich nehme meistens den Namen meines Pferdes. Aber hey, das musst du sofort wieder vergessen. Ach, na klar. Ich habe noch was im Seminarraum vergessen. Bin gleich wieder da. Okay, gleich. Wir proben für die Hengstparade in Warendorf.
Sind Sie immer noch nicht von unserem Sicherheitssystem überzeugt, oder? Inzwischen zum Pferdenarr geworden. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Spermasache und dem Mord an Ihrer Schwester. Wie kommen Sie denn darauf? Zwischen den Ereignissen liegen mehr als 6 Monate. Und beide haben hier auf dem Boot stattgefunden. Besser ausrichten! Richard war nicht gut für Anke. Das habe ich ihr von Anfang an gesagt. Aber sie wollte nicht auf sie hören. Als sie sich endlich von ihm getrennt hat, musste ich sie vor Richard beschützen. Ständig hat er ihr aufgelauert. Per Gerichtsbeschluss wurde ihm verboten, sich ihr auf weniger als 50 Meter zu nähern. Am Tag des Mordes hat er sich nicht daran gehalten. Warte doch mal jetzt! Richard! Schieß los! Das reicht jetzt! Was willst du denn? Lass sie los! Ein Stallmädchen hat die Aufnahme mit ihrem Handy gemacht. Etwa 5 Stunden vor dem Mord. Herr Overbeck, ist es richtig, dass Anke Füsting nach dem Streit mit ihrem Ex-Mann weggefahren ist? Ja. 4 Stunden lang? Das ist korrekt. Haben Sie nie versucht herauszufinden, wohin Frau Füsting gefahren ist? Doch, Frau Anwältin, haben wir. Ohne greifbares Ergebnis. Deshalb sind wir ja der Überzeugung, dass sie ziellos umhergefahren ist. Sie hätte ja auch jemanden treffen können. Ihren Mörder zum Beispiel. Anke Füsting ist wohlbehalten zum Gestüt zurückgekehrt. Dafür gibt es Zeug. Was aber nicht ausschließt, dass derjenige, den sie am Nachmittag traf, auch am Abend bei ihr war. Das sind doch völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen. Die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Herr Overbeck, lenken Sie nicht davon ab, dass in diesem Punkt die Ermittlungen eher oberflächlich geführt wurden. Aber Anke war an dem Abend zu Hause. Und Richard ist zurückgekommen. Für den Überfall auf Alex hat er allerdings ein Alibi. Seit dem Mord sitzt er im Gefängnis. Sehen Sie, genau das gibt mir zu denken. Vielleicht war der Mörder ja jemand, der es auf das Gestüt abgesehen hat. So interessant Ihre Theorien auch sind, ich habe zu tun. Was machst du denn so lange? Ich Idiotin. Den Namen meines Pferdes hast du natürlich leicht rausgekriegt. Verstehst das falsch. Das Gestüt Füsting fällt in mein Ressort. Du denkst, wenn du mir einen Fehler nachweisen kannst, dann bin ich als Konkurrentin für den Job auf Regionalebene nämlich erledigt. Der Regionaljob ist mir völlig egal. Na klar. Leonie, vertrau mir. Hey, komm jetzt nicht auf diese Macho-Tour, okay? Mensch, es geht um Leben und Tod. Hey, fass mich nicht an! Du kannst mich einfach so angrapschen, oder was? Hast du beim Seminar gar nichts gelernt? Doch. Ich sag dir eins, Ecki. Das wird Konsequenzen haben, das verspreche ich dir. Ich habe gehört, Frau Springer hat sich Urlaub genommen. Nein. Ja, vielleicht. Sie wissen es nicht. Mir hat sie es nicht gesagt. Die Eigenmächtigkeiten von Frau Springer, die stinken zum Himmel! Sobald sie auftaucht, in mein Büro. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Kriminalrat. Sie auch? Auf jeden Fall, Herr Kriminalrat. Gut. Wenn Wilsberg doch recht hat? Ach was! Die Springer lässt sich doch nicht einfach so entführen. Nicht von so einem wie Carsten Breiderhoff. Carsten Breiderhoff ist wie vom Erdboden verschwunden. Genau wie Frau Springer. Okay. Wir lassen das Haus von Breiderhoff überwachen. Georg! Ich bin's! Was gefunden? Eine Feindin fürs Leben. Denkt jetzt, ich würde sie ausnutzen. Dabei ist sie eigentlich total nett. Ecke, können wir deine Frauengeschichten auf später verschieben? Was weißt du über das Gestüt Füsting? Dem geht's gut. Ja, wie gut? Das Gestüt macht Gewinn. Der Erfolg hängt allerdings von einem einzigen Pferd ab. Der Stolz von Bielefeld. Oder genauer gesagt, von seinem besten Teil. Und solange der Hengst seine Stuten glücklich macht, ist auch die Besitzerin zufrieden. Was redet ihr denn da für ein Schweinkram? Bitte keine Tiervergleiche, das ist sexistisch. Jetzt hört auf zu quatschen, komm mit.
Anke Füssling war zwischen dem Streit mit Richard und dem Mord 4 Stunden mit dem Auto weg. Wir müssen wissen, wie viele Kilometer sie gefahren ist. Hm, das kann ich dir sagen. Anke hat ein Fahrtenbuch geführt fürs Finanzamt. Und sie ist an diesem Tag, 90 Kilometer unterwegs gewesen. Mal angenommen, sie hat jemanden getroffen, dann wären das 45 Kilometer hin und 45 Kilometer wieder zurück. Das Gestüt Füssling ist, Ja. Das ist einer dieser Orte hier. Das sind eine Menge Möglichkeiten. Tja, die werde ich mir jetzt mit Ecki anschauen. Ecki! Ecki! Hä? Und wir fahren los. Wohin? Eine kleine Landpartie, erkläre ich dir unterwegs. Das schaffe ich nicht. Ich bin völlig am Ende, Georg. Ich muss mal eine Runde schlafen. Und schlafen kannst du im Auto, komm. Und was machst du? Ich fahre ins Gefängnis und rede mal mit Richard Breidorf. Stellst du dir das vor? Wir können nicht an jeder Milchkanne halten. Wenn wir es sehen, werden wir wissen, dass wir es gefunden haben. Bist du eigentlich nie müde? Ich bin todmüde. Aber ich kann einfach nicht schlafen, solange ich weiß, dass Anna irgendwo da draußen ist. Du liebst sie ja doch. Quatsch! Ich bin aber sicher, sie würde dasselbe für mich tun. Meinst du nicht? Ehrliche Antwort? Dann fahren wir zu dem Restaurant da vorne. Heute. Wahrscheinlich hätte ich lieber Sie engagieren sollen als